Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen zurück zu meiner kleinen Wenigkeit. Der gute Tanky wieder hier am Start, am Stisseln und am Middeln. Und ja, Shizzle Mithery und so ein Stuff, ne? Wir werden heute eine Runde wieder Fallout 4 spielen, wie immer. Und ich schätze mal, dass wir heute mit Fallhaber komplett durch sind und dann ins Automaton DLC wandern. Also ganz wichtig, bleibt dran, ja. Ansonsten, morgen schon mal vorweg gleich eine kleine Ankündigung an diejenigen, die gerade einschalten oder sich das Video bei YouTube reinballern wollen, oder heute noch reinballern, weil sie was verpasst haben könnten. Morgen, ganz wichtig, gibt es einen Stream, den ich nicht bei YouTube hochladen werde, aber wieder mal eine Art anderen Stream. Und zwar werden der gute Herr Sarg, denke ich mal, Sarg hier gemeint, wird nicht Nein sagen, Kyrtix und ich morgen mal etwas anderes daddeln, jedenfalls ich mal anderes daddeln als auf Fallout 4. Und zwar werden wir morgen mal wieder eine Runde CSGO daddeln, und zwar schöne Matchmaking, Competitive, auf Gold Nova Master Geil Niveau, also Gold Nova 4 Master Geil Niveau. Ja, wird wieder lustige Runde, ich freue mich schon drauf. Ja, und ihr könnt dann auch morgen live dabei sein, auch so rund 19 Uhr geht's dann los. Wisst ihr da schon mal Bescheid. So, und unmittelbar würde ich sagen, steigen wir jetzt ein. Bam, 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 bam. Jawollo. Oh, fast Level Up, geht ich das mal an. So eine Fliege um Vorzeit Level Up. Das nicht geil? Labortisch. Ja, wir waren ja jetzt zuletzt hier gewesen, richtig. Da haben wir ja dieses Bayerler Königinsviech umgebracht gehabt, in so einem Zelt gelandet. Mit so einem Fallschirm hier rumgeeiert. Genau. Wir sind jetzt hier. Und es gibt hier keinen weiteren Ort mehr in der Umgebung. Das heißt, ich würde mal sogar meinen, wir sind jetzt fertig mit dem Fallhaber DLC. Denn ich weiß nicht, wo noch was sein könnte. Wir sind hier einmal, wir haben hier oben angefangen. Ja, sind nach Süden runtergewandert. Einmal hier so lang. Haben dann abgeklappert. Sind dann hier so lang gegangen. Hier so. Haben einen kleinen Abzweig hier noch genommen gehabt. Ich glaube, da muss ich noch mal kurz mal hin. Aber ich glaube, wir müssen auch erst fertig sein.
Dann sind wir hier oder wir wandern überall. Also ich denke mal, da müsste ich mehr viel sein. Ich möchte noch mal ganz kurz dahin, denn ich glaube, da könnte auf der Insel was sein. Aber ich glaube, dann sind wir mit Fall Harbor eigentlich schon durch. Warum habe ich eigentlich angekündigt, dass wir wahrscheinlich mit Fall Harbor durch sind? Wahrscheinlich ist da nichts. Ich glaube, wir sind heute fertig mit Fall Harbor. Es sieht wirklich danach aus, dass wir mit allem fertig sind. Ja. Dann würde ich sagen, ja. Die Ankündigung nicht mehr in den Hintern stecken können, weil, ja, wie gesagt, wir sind fertig mit Verhaber. Komplett Torino. Quest haben wir auch nichts mehr groß, oder? Sprich mit Ellie. Da können wir noch mal ganz kurz mal ran. Wo ist denn die gute Ellie? Das können wir nochmal erledigen. Aber ich denke, da müssten wir auch fertig sein. Ich glaube, wir müssten doch nur eine Quest-Type geben oder irgendwas abholen mit einer Belohnung von Ellie oder keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Weise. Ja, die sonstiges Quest können wir alle machen bei Fahaba. Okay, Ellie ist nicht mal da vor Ort, okay. Finde was? Die Landungen der Marinekampfrüstung. Ladungen der Marinekampfrüstung, wo soll das denn sein? Da, okay. Na, das können wir auch machen. Gehen wir mal schnell runter. Ich nehme mal an, dass hier unter Wasser sein wird, heißt eine Powerrüstung ist vielleicht gar nicht so verkehrt unter Wasser. Na, das können wir noch schnell machen. Ja, aber da habe ich auch nicht rechnen. Ich komme hier an, schon gibt es hier einen fetten Krieg. Bester Spawn ever. Okay. Warum haben Supermutanten so eine krasse Rüstung, so ein krasses Ding aufgestellt, lol. So einen krassen Geschützturm. So. Dann würde ich sagen, wir mal einen Zwischenspeicher machen und dann würde ich sagen, Arsch, bauen wir rein da. Boah, diese Musik. Die werde ich vermissen. Die Musik im Verhaber ist schön. Ich habe auch nicht einmal ein Radio angemacht, weil ich die Musik so hammer finde. Boah, die ist so dünn. Ich komme so übelst ans Garam ran. Das Ding ist wie so eine Taucherrüstung, Alter. So eine Asperolle Taucherrüstung, die über Tonnen wiegt, damit du da einigermaßen da vorwärts kommst und atmen kannst. Mich würde mal interessieren, wenn wir unter Wasser sind, wie Schnellreise machen können. Ich glaube zwar nicht, aber lustig wäre das ja. Was ist es denn noch? Alter, ist ja wirklich mit einem Ozean die Scheiße. Unser Rad steigt wie Sau, aber ist mir egal. Wir haben so viel Red Whale und so viel zum Heilen, das ist jetzt nicht wirklich weiter wild.
Here we go. Da vorne ist es. Eine richtige Unterwasserflora ist hier, wa? Okay, geil. Haben wir. Oh, da ist das Ding sogar noch besser. Warte mal. 4,5. Oh, 14. Aber das Ding wiegt zwar mehr, aber ist deutlich besser, ne? Na gut, scheiß drauf. Wo sind die nächsten Orte? Dann ist hier noch was. Ich glaube, wir sind auf alle Fälle Redaway reinschmeißen, bevor wir uns den nächsten Tüppel wagen. Sonst, ja, haben wir ein Problem. Boah, sind wir noch dicker gepanzert da, Leute. So, mal ein Redaway reinschmeißen. Zack. Dann noch irgendwas, was ein bisschen viel wiegt. Oh, die überladen mich gerade. Wo ist denn mein Kollege? Da, du hier. Trag du bitte mal alle Knarren, die ich habe. Die Marine-Rüstung lassen wir auch noch drin, ne? Das kann auch alles weg, ganz ehrlich. Hm. So, wunderbar, haben wir auch erledigt. Ach, was willst du denn jetzt schon wieder? Da brauche ich wohl wieder stärkere Geschütze, ne? Level up! Und wieder mal auf Wahrnehmung rauf, zack. Unser Backup ist Schrott, aber ist egal. Ist nicht weiter wild. Ich denke, wenn wir abkürzen, dürfte das für keinen ein Problem sein, deswegen. Ja, unter Wasser rumlaufen oder oberirdisch. Ist, denke ich, mal grob wie gesprungen. Hinkommen würde ich so oder so, egal wie. Und es würde sich nur so in Länge hinausziehen, sage ich mal. Deswegen, warum nicht einfach ein bisschen vorspulen quasi. Wo ist aber die Beine der Marinerüstung auch? Wunderbar. Jetzt geht es nach Norden und zwar hier hin, in der Nähe von Raybury Point, da wo ich vorhin schon war. Alter, Longfellow bewundert dich, ja, das ist ja schön.
Auch da wieder ein bisschen vorspulen. Ich hätte mal einen übelsten Weg außenrum finden müssen. Ist ja mal richtig ekelhaft. So, haben wir alles. Dann würde ich sagen, ab nach St. Jerry. Wie immer, Schrott einladen und mal gucken, was diese neue Rüstung so taugt. Die wird zwar ein bisschen schwerer sein als meine jetzige und einige legendäre Stats werden verloren gehen. Aber ganz ehrlich, ich bin so OP. Stört uns das wirklich so? Und außerdem, wie gesagt, die Rüstungsfett ist einfach mal. Hast du kurz mal Zeit? Na klar. Schau, ich weiß, dass ich nicht der angenehmste Zeitgenosse in Fahrhaber bin. Umgangsform, naja, war noch nie meine Stärke. Die Sache ist die, die meisten Leute in Fahrhaber sind keinen Pfifferling wert. Sie verstecken sich hinter ihrer Mauer, zu feige für ihr Zuhause zu kämpfen. Ich kann niemanden mögen, den ich nicht mal respektiere und das bringt mich zu dir. Du willst also sagen, dass du mich respektierst? Ich werd jetzt nicht rührselig, keine Angst. Ich sag nur, dass es gut ist, mal jemanden zu treffen, der auf sich selber aufpassen kann. Verdammt, mir standen mein ganzes Leben lang nur wenige Leute nahe und noch weniger waren Freunde. Aber wer weiß, wenn wir lange genug zusammenhalten, Captain, dann könntest du vielleicht mein Nächster werden. Das klingt super. Gut, genug gekuschelt. Du führst, ich folge. Scheint bisher ja gut zu klappen. Oh Mann! Ich hab den Cheat noch an, dass ich irgendwie so schnell renne. Dass ich irgendwie fliegen kann noch, lol. So. So. Ein herrlicher Tag für einen Spaziergang. Ja? Zieh das an, Mädel. So. Einmal der Marinetauchanzug, der kann eigentlich. Der kann eigentlich schon mal hier rein. Supermutanten töten alles. Wo habe ich jetzt mein Drehbuch hingelegt? So, taktischer Marinehelm. Ist deutlich schlechter als das, was ich jetzt gerade auf dem Kopf habe, deswegen kommt das Ding ebenfalls rein. Zack. Jetzt kommt zu einem interessanten Teil. Das Ding ist deutlich stärker, deutlich mehr Panzerung. Das Ding hat deutlich mehr Panzerung. Das Ding ebenfalls. Das Ding auch. Das Ding auch. Und selbst das Ding ist deutlich besser. Alter, das sieht heftig aus. Hör ich einfach mal aus hier. Holy shit. Bestimmt die Regeneration deiner Aktionspunkte ist schon nice und sicher aber eh kaum.
Um 10% durch die Aktionspunkte im Kosten-Watzen-Modus. Ist auch jetzt nicht so wichtig, sage ich mal. Ich habe nicht so Mutanten. Wie viel Schaden machen die mir schon? Da ist doof für den Taschenslot, aber ist halt so. So, haben wir auch. Jetzt geben wir uns erstmal unsere Power-Rüstung hier. Bringe ich den Reparaturzustand, hätte ich eh schon machen können, aber ist egal. Da bringe ich jetzt mal durch, oder das Bein. Ich kann uns ja kaum noch auseinanderhalten. Cool. So, Herstellung. Und dann erstmal alles durchreparieren natürlich, ne? Jetzt bin ich auf unser Rüstungswert mal gespannt, Leute. Holy moly. Rüstwert. Holy shit. Das ist heftig, Leute. Gut, die Strahlungsresistenz ist ein bisschen runtergegangen, aber ganz ehrlich, Strahlung ist, glaube ich, so das, was mir am ehesten Sorgen macht bei Fort derzeit. Von daher, ist wurscht. So. Haben wir. Gut, dann nehmen wir mal den alten Longfellow mit. Und zwar Diamond City. Den wir noch ein bisschen verkaufen. Ich räume auf alles weg. Das sieht alles und jetzt viel, deswegen weg damit alles. Und wieder mal zwei Versuchskerne von. Zack, zack. Und noch so ein bisschen Munition hier. Ich glaube, ein bisschen 44er Patronen noch. Zack. Ein
Ein paar Schrotpatronen. Den Rest kannst du mir geben für Runaways. So, passt schon. Ich habe aber 52.000 Kronen, muss mein Geld ein bisschen aufpassen. Kappa. Oh, passt. Wenn ich Rarities viel zu viel mitnehme, ist mir egal. Über 5.000 Kronen. 9.200 Kronen, ich alles Nipbacks verkaufen würde. Alter Falter. Oh, wie viel tragen wir jetzt? Draht 18 ist ganz schön viel. Aufgepasst. Aber Longfair kann ich auch ein paar Sachen tragen und ich bin ja wesentlich geschützter. Muss ich öfter mal nach Sanctuary reisen, ist da auch nicht so wild. So, ich würde sagen. Ich spreche mal mit Ellie, genau. Hier? Hä? Was macht denn die Ellie hier? Hey, ist nichts dabei, aber zu Solomon hat aber. Ach so, wegen der Familie bestimmt. Du bist zurück. Wie ist es mit dem Nakano-Fall gelaufen? Ich habe Kenjis Tochter in einer Sündzuflucht im Norden bei Far Harbor gefunden. Sie ist wieder zu Hause. Gesund und munter. Das ist toll. Wir haben nicht oft gute Neuigkeiten für die Menschen. Schöne Abwechslung. Ich danke dir für deine Mitarbeit. Ich wusste, dass etwas Gutes dabei rauskommen würde, als du dich mit Nick zusammengetan hast. Lass von dir hören, Spürnase. Na, aber gern doch. Das war alles? Wow, was für eine geile Bezahlung. Gut, gut, haben wir auch erledigt. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Ich quatsche jedes Mal vom Automatron DLC. Habe ich die Quest sogar schon gemacht? Das würde mich mal. Ich würde gerne reden, aber ich habe gerade keine Zeit. Hallo. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich habe Dinge zu erledigen und Leute zu treffen. Und viele Hände zu schütteln, wa? So, bevor es losgeht, möchte ich mal ganz kurz wissen: Automatron. Kann es sein, dass wir die Quest schon hatten? So, you've bought a download. Soll ich mir ganz ein Video angucken muss?
Once you are level 15, you'll pick up a new quest called Mechanical Menace and a new radio frequency, a distress call from a caravan that's under attack by hostile robots. Our caravan's under attack by hostile... around so you can glue the inevitable robot monstrosity. Here's one we made earlier. It'll take some time, but I think... Edge, my fallen friends. You'll also be able to build your own robots once you've made yourself a robot workbench, so be sure to pick up any cool-looking robot parts you find lying around. Ugh. We'll get used to one another. So, off you go. Have you picked up Automatron? Made any cool robots? Let us know in the comments. Ach, das Automatron-DLC haben wir sogar schon. Was habe ich nur für fahrlässige Zuschauer, die mir das nicht sagen können? Leute. Warum sagt ihr mich, dass ich das längst gemacht habe? Das ist nämlich die Questreihe mit Ada. Warum sagt mir das denn vorher keiner? Da sind wir jetzt tatsächlich am letzten DS hier gekommen, und zwar Nuka World. Ja, Nuka World, Leute. Kenne ich gar nicht. Ist komplett an mir vorbeigegangen, das DLC. Ich bin verdammt aufgeregt, das jetzt schon zu spielen, Alter. Da muss ich aber mal rein, ne? Radio. Warum empfange ich nichts? Was zur Hölle? Ich bin verwirrt, warum empfange ich hier nichts? Und ich werde jetzt aber googeln, wie ich dieses DLC starte, oder was? Alter, Leute, sorry, aber ja, das ist mir halt unbekannt gänzlich. Aha. Aha. Okay. Ich muss von hier aus immer da lang geradeaus weiter, ja. Und dabei das Familienradio anmachen. Gibt's da wirklich keine Quests zu? Das Ding habe ich schon entdeckt. Also das Ding muss ich sehen. Okay. Gut, ich bin so aufgeregt. Nuka World. Das letzte und unbekannte DLC für mich. Und Nuka World soll ja auch verdammt groß sein. Ich bin so gespannt, wie groß das sein wird. Und wie lange wir daran sitzen werden.
Yuga World Transit Zentrum. Gesichert ist. Wer das Protokoll verletzt und die Transitstation betritt, bevor wir bereit sind, wird einen Kopf kürzer gemacht. Jetzt mach schneller. Ich will. Ja, moin Gunner. Zuweise bin ich jetzt wohl einen Kopf kürzer. Oder auch nicht. Eben. Oh, das ist gefährlich. Da ist ein. Da will hier. Resatron RA. Das war eng. Du hast den Hauch einer Chance. Der will echt Stress, der Spinner, wa? Als ob ich dich nicht sehen würde, Junge. Taylors Befehle. Gucken wir uns mal reinhören. Okay. Das ist schon wieder Stress. Was wollt ihr denn alle? Komm doch mal her hier. Und tschüss. Meine Güte, sind die am Nerven. Wo gibt's denn Schuss zu looten? Nö. Nö, 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 nö. Diese riesigen Cola-Flaschen hier. Wie geil. Also gehe ich hier an, dass Nuka World ist wie Disney World? Nur in Nuka-Cola-Form oder generell halt ein Freizeitvergnügungspark, ja? Wir können erstmal hoch oder runter fahren, bevor wir hier mit dem Zug fahren. Oder war mal, ist der Zug unterirdisch? Ich weiß es gar nicht. Was ich eben machen soll. Und kann ich das Familienraum nicht hören? Es gibt wohl einen unterirdisch, was? Im Nuka World. Ist ja auch interessant, ne? Selbst die Mülleimer von Nuka World, wie geil ist das denn? Oh, ist so cute. Selbst die Busse, Alter, hier ist ja alles Nuka World, war voll geknallt, ey. Ich würde sagen, wir gehen noch nicht in den regulären Weg, wir gehen erstmal den Ordinary Weg runter, also den anderen Weg mal runter. Tschüss. Achso, sie fährt nach oben. Okay, wir haben hier so ein Parkhaus, noch den Kippen und einen Aschenbecher. Und es ist hier nichts weiter auf den ersten Blick. Außer ein zugeschütteter Eingang von einer Parkgarage. Oder Garage.
Ah, ein Safe. Okay. Okay, nicht übel, nicht übel. Ey, ey. Dann würde ich sagen, ab nach Nuka World. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Ich bin so aufgeregt, Leute. Bastarde haben meine Familie. Du musst mir helfen, bitte. Geht's dir gut? Ja, es ging mir schon besser. Aber meine Familie macht mir Sorgen. Wenn diese Raider mitkriegen, dass ich weg bin, ich will mir gar nicht ausmalen, was sie ihnen alles antun. Um Himmels Willen, du musst mir helfen. Erzähl mir mehr darüber. Meine Familie und ich trafen ein paar Händler. Sie meinten, sie würden eine sichere Siedlung kennen, in Nuka World. Aber als wir eintrafen, das waren Raider, die uns an der Nase rumgeführt haben. Ich konnte fliehen, aber meine Frau und mein Sohn sind noch da. Ich wollte Hilfe holen und zurückgehen, aber ich habe nicht damit gerechnet, eine Kugel abzukriegen. Nuka World ist noch in Betrieb? Ich erinnere mich noch daran. In Betrieb würde ich jetzt nicht sagen. Total runtergekommen. Aber für die Raider genau das Richtige. Reichlich Vorräte, sauberes Wasser, Waffen. Oh Gott, ich hätte niemals gehen sollen. Lass mich dir helfen. Ich habe ein Stimpack. Nein, nein. Ich komme schon klar. Heb dir das für meine Frau und meinen Jungen auf. Lisa und... Aber bis 400 steht davon. Verdammt, okay. Ich bin gar nicht verletzt. Das stimmt. Ich kann das einfach nicht mehr. Die Raider in Nuka World haben mich gezwungen. Sie locken Leute an und bringen sie zum Spaß um. Aber ich mache ihre Drecksarbeit nicht mehr. Sollen sie mich doch finden und tun, was sie wollen. Du wolltest mich in eine Todesfalle locken? Jetzt bist du tot. Ach komm schon. Ich habe doch nur meinen Job gemacht. Was, Herrgott, doch ein Irrer. Ich bin viel zu nüchtern für sowas. Bitch! Du bist ein echter Drecksker, weißt du das? Weißt du was? Der alte Harf hat ein Passwort bei sich. Hol's dir und entsperr das Steuerungsterminal, um den Nuka Express zu starten. Nein, ich kann's nicht. Ich kann ihn nicht umbringen. Er war ja eigentlich mit mir. Warum hilfst du ihnen? Erstmal will ich nicht sterben. Und ich bin nicht der Einzige unter ihrer Knute. Wenn ich nicht mitmache, sind auch andere Leben in Gefahr. Ich frage mich, was das Leben eines Fremden wert ist. Im Vergleich zu den Leuten, die mir was bedeuten. Ich helfe dir und kümmere mich um sie. Du musst nicht sterben. Meinst du das ernst? Aber sei gewarnt. Das ist kein Kinderspiel. Hier, nimm das. Das ist das Passwort für das... Ich bin schon Schlimmeres gewohnt. Am schnellsten kommt man mit dem Nuka Express nach Nuka World. Aber ich habe ihn abgeschaltet, damit meine Geschichte glaubwürdiger klingt. Es ist glaubwürdiger, wenn ich sage, dass ich die Raider auf Abstand halten will. Such im Büro nach dem Steuerungsterminal, um die Bahn wieder mit Energie zu versorgen. Und sei vorsichtig, wenn du unterwegs bist. Entschuldigung? Such das Steuerungsterminal. Der Strom sollte sich ganz einfach wieder einschalten. Okay. Ich möchte mich erstmal umgucken, ne? Wie immer. Was haben wir hier? Relax mal mit. Ein Burger-Tablet. Lol. Man sollte sich nie zu gut sein für Dinge, die man vielleicht noch brauchen kann. So sieht's aus. Du hast den Plan, Fellow. Komm schon, die Einschienbahn wird sich nicht selbst mit Energie versorgen.
Ja, Moment. Hetz mich nicht, ja. Boah, wie Vorkriegsgeld, Leute. Boah. Na, ich bin mal in Lutsch. Achtung, eine Durchsage. Befolgen Sie in Notfällen bitte alle Anweisungen der Nuka World Angestellten. Vielen Dank. Okay, jetzt ist der ganze Laden mit Saft versorgt. Nuka-Cola verkündet mit Stolz die große Wiedereröffnung unserer Welt der Erfrischung. Jetzt mit leckerer Nuka-Cola Quantum. Oh, geil. Die gute alte Quantum. Muss ich sagen, rein in die Buletten. Besser als die Türen frei. Por favor, manténgase alejado. Por favor, Alter. Die reden sogar Spanisch? Guten Tag, im Namen der Nuka-Cola Corporation möchten wir Sie an Bord der Nuka Express Einschienenbahn willkommen heißen. Bleiben Sie aus Sicherheitsgründen bitte während der Fahrt sitzen oder benutzen Sie die Handläufe. Wenn Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit auf die rechte Seite richten möchten, können Sie Nuka Worlds berühmten Fistop Mountain sehen. Mit seinen mehr als 100 Metern ist der Fistop Mountain das höchste Bauwerk in Nuka World. Dort finden Sie außerdem das 5-Sterne-Restaurant Fistop Grille. Wie groß ist das ganze DLC? Ach du Scheiße, okay? Okay? Okay, okay. Here we go again. Weißt du, sollte ich mal kurz mein Twitch-Text mal ändern? Und zwar kann ich doch eigentlich Sachen bearbeiten im Stream, genau. Willkommen in Nuka World, nenne ich meinen Stream jetzt, ne? Oh ja. Chaos Arena, dem. Hallo? Wer taucht denn da auf, obwohl er die Wahrheit kennt? Harvey scheint seine Karten richtig ausgespielt zu haben. Ich habe nur kurz Zeit, also hör mir zu. Und zwar ganz genau. Ich bin Gage. Porter Gage. Und unser gemeinsamer Freund Harvey hat dir nur die Hälfte erzählt. Du bist immer noch auf dem Weg in eine Todesfalle. Aber wenn du da irgendwie lebend rauskommst, habe ich ein interessantes Angebot für dich. Bis dahin, viel Spaß und sorg für eine gute Show. Ich werde dich beobachten. Okay. Wir erreichen darauf, keine Kinder oder persönlichen Gegenstände zurückzulassen. Alles fängt mit einem Zug an, ähnlich wie bei Fallout-Zeichen. Ja, ähnlich wie bei Half-Life. Was er noch nicht mitbekommen hat, es gibt Frischfleisch für die Feuerprobe. Ich spür's in meinem Knochen. Ja, Longfellow. Die Feuerprobe. Okay. Und weg ist er. Hoffen wir, dass unsere neueste Beute sich inspirieren lässt von unseren letzten Opfern. Okay.
Okay, ich brauche eine Knarre dafür. Brauche mehr Automatik. Ist das schon die Feuerprobe, die ich gerade zu laufen habe? Oh ja, oh ja, ich merke schon den den etwas höheren Schwierigkeitsgrad, ich merke das schon. Mir wurde mal erzählt, dass Duke World schon ziemlich schwer ist, weil es angepasst ist, für die, sag ich mal, viel mitmachen im Spiel. Die sind respektlos, ja. Aber die Knarre ist geil, ne? Ich finde die so hammer. Oh, ich bin viel zu schwer. Was ist denn? Unser neues Opfer weiß, wie man Kugeln ausweicht. Ich muss, dass wir noch mehr. Okay. Okay. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal bei Fallout gestorben bin, aber es ist interessant, wie schnell man hier stirbt bei dem Feuer. Jetzt weiß ich, warum es auch Feuerprobe heißt. Wo will ich denn hin? Da muss ich doch hin. Absaven hier. Als ob ich hier irgendwie auf irgendeine billige Falle reinlaufen würde, ne? Ich meine, ich doch nicht. Hust, hust. Geht diese verdammte Tür irgendwie auf? Ach, die Mitte, wow. Ja. Anscheinend haben so einige vor mir die Feuerprobe nicht bestanden, wie ich die ganzen Leichen so sehe hier. Oder Lucky, eher Unlucky. Wie fallen denn die aufgestellt? Oh gut, schon Erfahrungspunkte haben hier. Der Fallzeitner hat da. Mann, bin ich auf dem Speedrun-Kurs oder was? Hätt's mir nicht. Ich kam schon schneller, weil ich sehe. Dieses Opfer. Oh! Longfellow, Alter, mal kein Schock. Er hat mir hier keinen Schreck ein. Geh doch mal weg! Alter Junge. Oh, eine Truhe. Was befindet sich hier drin? Das wär's. Elektronische Kartusche, okay. Okay. Nette Verarsche. Ich bin schon wieder überladen, also. Wo ist denn der Alte hin? Ja, ist immer so, wenn ich überladen bin, hauen die Begleiter ab, als ob die wüssten, dass ich sie vollmüllen würde oder so.
Och! Was ist das denn, ey? Also wenn die mich nerven wollten, haben sie es geschafft. Warum bin ich wieder so krass überladen? Wegen was denn? Und voll so fett? Ist okay, dann spare ich Patronen, wenn ich dich mit Langeweile töten kann. Das ist auch vollkommen okay. Ey. Ach! Es ist doch einfach nur lächerlich. Komm, ich schmeiß jetzt die Scheiße hier weg. So. Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Also wenn die mich damit nerven wollten, dann hat er geschafft. Definitiv. Kann ich da eigentlich springen? Oh, so. Der kurz vor mir nämlich rüber jumpe. Fuck drauf. Mülleimer, Mülleimer, okay. Stolperdraht falsch wieder, okay. Ich falle auch auf sowas nicht rein. Ein Aluminiumkanister nehme ich auch mit. Als Ophelia ist nicht abgeschickter Brief. Ophelia ist nicht abgeschickter Brief. Eine wichtige Quest oder eine gute Hintergrundstory oder wie sowas? Ah, ich glaube, Ophelia ist nicht weit gekommen. Die Dame kam wohl nicht weit, um von Newcomer zu flüchten. Geschafft. Das ist doch echt das Letzte. Und ich bin schon wieder überladen und Longfellow hängt irgendwo am Arsch der Heide rum. Warum nennen Sie mich Opfer? Zeit für eine Entscheidung. Alle Türen führen zum Tod. Manche etwas langsamer als andere. Okay. Ja. Es ist einfach nur nicht, dass ich überladen bin, as fuck, ich nichts abschmeißen kann und sich Longfellow und denkt so, nö, Alter, fuck you, ich schlepp deinen Scheiß nicht mehr. So, ne, das nervt mich gerade so ein bisschen. Ene, mene, mu und raus bist du. Okay. Ab durch die Mitte. Verarschen oder was? Offensichtlich war das wohl die falsche Tür. Nicht in die Tür. Jetzt bin ich aber neugierig, was wäre denn rechts gewesen? Okay. Ich war zu neugierig, ich musste rauskriegen, was passiert. Ich muss die Tür öffnen. Okay, ist voll die Strahlenseuche. Dies, das. Was ist denn dies, das?
Okay. Der ist in einer Überdosis Drogen gestorben. Okay. Kann man auch machen. Hoffentlich hat die Runaway dabei. Denn unser kleines Opfer wird gleich geröstet wie ein Eichhörnchen am Vieh. Das ist vollkommen okay. Meine Power-Rüstung hält relativ gut das ganze Zeug ab, von daher passt das. Ja. Da glaubt jemand, er ist ganz schön tough, wie? Doch die Feuerprobe ist noch lange nicht vorbei. Machen die das nicht für ihn, der hier ankommt? Die Feuerprobe? Ist schon funny. Hey. Da bist du, alter Specksack! Ey, ich suchte die ganze Zeit, Junge, und der kommt einfach nicht. Jetzt kommt der um die Ecke geschlichen, so als alles normal, weißt du? Chillt sich da ein halbes Jahr lang das Leben bunter. Meine Güte. Was? Was? Bleib hier mit deinem Arsch. Tony wieder ab. Geschütz zum Steuerungsterminal. Bin Hacker-Profi. Kult. Trap. Test. Bin drin. Oh, wie er sagt, bin durch. Nee, Quatsch, deaktivieren. Du kennst dich wohl mit Computern aus. Ja. Und ein Weg führt da lang und der andere Weg führt nach nirgendwo hin. Ich gehe mal nach nirgendwo. Okay, okay. Hey, danke für dein Hosting, Loki, und einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's, wie steht's? Und willkommen bei Fallout 4 in Nuka World. Die Erfahrungspunkte zu verlockend. Ich kann nicht anders. Ah, coole Sache, Loki. Junge! Dieses Kommando aller. Guck mal, die ganze Power-Rüstung ist Schrott. Blöd, Idiot, Stress anfangen über die Geschütztürme. Eigentlich wollte ich sie gar nicht platt machen. Deswegen habe ich ja noch abgespeichert, aber irgendwie wollte der Stress, du Dinger. Ja, massiven Schaden. Meine Power-Rüstung ist beiden geht es nicht mehr allzu gut. Boah, jetzt macht er diese gottverdammte Tür auf, Junge. Ja, mega cool. Komm da hoch und gib dir der Opfer, du Pfeife. Die Kühlschritte. Hey.
Ja. Du bist aber halt schreckhaft. War das ein Roboter, ey? Lol. What the fuck? Ratten. Infizierte Red-Ratten. Alter, das ist räudig. Red-Rattenfleisch. Red-Ratten. Die rattigen Ratten, Junge. Nice Bug. Kommt da gerade nicht vorwärts, nicht vorwärts, nicht rückwärts. Zeit für etwas Gefahr. Mal sehen, ob er überlebt, was als nächstes kommt. Okay. Ein Sicherheitstor. Ich muss sagen, bisher ist es jetzt hier interessant für den Anfang, ne? Also, nur kleine Parcours und so, warum nicht? Mal was anderes. Ja. Ach! Du bist schuld, du alter Sack. Wenn die jetzt alle aktivieren und losgehen auf mich, dann Prost Mahlzeit. Galaktronbewacher? Linker Weltraumlaserhand? What the fuck? Oh, ich zieh durch! What the hell? Oh, Kribbel-Kram. Gut ab. Meine Güte. Den mach ich einfach anrufen wieder. Produktiver Arbeit. Ist einfach mal ein paar Fallen aufstellen auf dem Weg zur Arbeit. Boah! Ich zieh durch. Mist, gekrabbelt hier. Ich geb dir dein Opfer, Junge! Wenn ich hier rauskomme, ich sag's euch. Dann ist der ein kurzer Typ. Ach, hier war übrigens die Tür. Ich will sie trotzdem knacken wie die Erfahrungspunkte. Vorhin, ich glaube, wäre ich schnell genug gewesen, wäre ich auch durchgekommen. Was kommt denn hier noch alles an?
Ja, ich falle auf nichts mehr rein. Ist vorbei. Falls, ja. Falls. Das stimmt wohl. Oh, zieh durch! Geil. Geil. Ach. Was gibt es Schöneres? Die am Zimmer waren als Tretminen genommen. Okay. Da würde so manch ein adipöser Mensch. Da würde so manch ein adipöser Mensch gar nicht drauf reinfallen bei diesem Zimmerwagen, denn er würde niemals häufig auf dem Ding drauftreten. Hallo, ich werde hier gerade auf gut Deutsch vergast. Ah! Was? Dann mach die Tür auf. Ich bin gerade von Granaten verprügelt. Alter, ist ja im Husten, Junge. Klingt auch schon wie Corona-Krise, Endstufe. Irgendwo muss hier noch so ein Glasrohr sein. Ich sterbe zwar jetzt nicht allzu schnell, aber irgendwo muss hier noch was sein. Irgendwas zischt doch hier, das höre ich doch. Aber wo? Da! Die Ventile bringen nichts, ja super. Verdammt! Ich hab nicht mal. Hab ich eine Nahkampfwaffe? Warte mal, doch. Ich hab diesen komischen Rohrzaun aufgehoben. Hey, per hier. Jetzt machen wir gar keine Lagenjagd gehen hier. Wie? Wo zur Hölle? Irgendwie schaue ich jetzt gerade halt nicht mehr wie vorher. Kühlmittel. Hier muss doch irgendwas sein. Okay. Zeit zum Hacken. Arrested. Ceremony. Requires. Standard. Ha, Standard eben. Kennt man, ne? Turbinenstatus. Ah, das klingt doch nicht schlecht. Firmensicherheitstür. Öffnen. Ja, wo ist die Tür auf hier? Ich will hier raus, den Irrenhaus. Pack-Brahmin. Ach Gott. Coca-Cola Dark?
Grape. Was da steht? Orange. Wie Sorten haben die denn rausgebracht? Oder wollten die zumindest rausbringen? Holy shit. Naja, ich brauchte andere Waffen. Aber schön zu wissen, dass ich auch wieder, Ameisen gibt. Na, Feuerameisen, die kriegt man auch noch aus Fallout 3. Also es hat so einen bestimmten, sag schon hier. Reizt es dir jetzt hier, denn es bringt echt gerade eine willkommen gute Abwechslung, ne? War es völlig anderes so, finde ich geil. Aber ich finde es cool mit diesen Rätseln und diesen hier. Aber dieses Rätseln, dieses Aufpassen, hier im Fallen zu laufen und so, das finde ich irgendwie nice. Gut, ihr, kommt daher! Die Zuschauer machen Limit, na, kommt daher! Und rein. Cola Cars Arena. Oh, eine Arena. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Eine schöne Arena à la Borderlands. Warum hab ich's gewusst? Ausrüstung an. Wo ist denn? Ah, da ist ja mein nächstes Opfer. Big Daddy? Eine kurze Erklärung, wie es läuft. Du rüstest dich aus, machst dich präsentabel und dann bieten wir den Leuten hier eine gute Show. Eine Show, in der ich die Wände mit deinem Hirn verzieren. Boah, ist denn doch dank gut. Dank diesem Anzug bin ich der Einzige, der diesen Kampf hier gewinnt. Ende. Wenn du denkst, diese Powerrüstung würde dir was Gutes tun, dann täuschst du dich. Gut, Gage. Lass ihn. Schon mal, würde die gut reinpassen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir das gefallen wird. Ich bin derjenige, der dich da lebend rausholt. Also hör gut zu. Gut.
Ich höre zu. Braver Junge. Sieh mal, du hast es so weit geschafft und bist talentiert. Aber dieser Kampf hat einen Haken. Kapiert? Overboss Coulter. Seine Powerrüstung ist so konstruiert, dass sie vom Netz der Arena mit Strom versorgt wird. Das verdammte Ding ist unzerstörbar. Es wurde alles versucht. Miniguns, Granaten, kein einziger Kratzer. Verstehst du? Wie kann ich ihn besiegen? Willst du gewinnen? Ich habe eine Waffe in den Spinden versteckt. Hol sie dir. Okay. Durstlöcher? Ja. Stromversorgung, Wasser. Mit einer Wasserpistole, Alter. Eine Mini-Atome, hör nicht. Klar, ich hätte das hier. Ein alter Sack. Ein Fusionskern. Ich würde so gern vorne meine Powerrüstung reparieren, aber. Erstmal den Super Soaker, genau, ey. Ja. Was? Der Strom in der Arena ist 30% niedriger? Oh, woherst du das? Nicht schlecht. Ist das eine Wasserpistole? Ja, ich weiß, wie das aussieht. Aber du musst mir einfach vertrauen. Mal ernsthaft, soll das ein Witz sein? Nein, das ist die perfekte Waffe. Wenn das Wasser auf Coulters elektrisch aufgeladene Powerrüstung trifft, gibt's einen Kurzschluss. Dadurch wird seine Verteidigung deaktiviert. Dir bleibt aber nicht viel Zeit, bevor sie wieder eingeschaltet ist. Wenn du ihn erledigst, hat sich jede Minute dieser Feuerprobe gelohnt. Versprochen. Ist so gut wie erledigt. Genau das wollte ich hören. Gut, es ist soweit. Ich öffne die Tür. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ha! Das kann man jetzt so oder so deuten. Gut, nehmen wir mal den Durstlöcher. Wo stinkt's, alter Mann? Hochdruck reinigen, Alter! Mist, Girl! Ich bin sauber wie dir! Ich bin ein Perlhof, da bis Weihnachten bald, Alter! Na, machen wir mal, wa? Ich spritze dich tot. So. Was ist passiert? Was soll das? Was zum Teufel? Warte, deine Wasserpistole? Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast. Leben kommst du hier nicht raus. We'll see about that. Thank you.
hat wieder Strom! Oi. Ich nehme dir gern sämtlichen Schnaps ab, aber keine Garantie, dass du ihn wiederbekommst. Oh, er kann nicht mehr tragen. Warum war mir das wieder klar? Dieser Typ, bist du dir sicher, Gage? Das ist Gage? Ja, das hab ich vergessen, Loki, ich komme ja mit über 2 Level hier an. Du spielst es dir jetzt hier frei, wenn du Level 15 bist, Minimum. Ich bin Level 65. Klar, ich spiele das Spiel auf dem schweren Schwierigkeitsgrad. Nicht auf dem schwersten, aber auf dem schweren Schwierigkeitsgrad. Heißt, das Level ist sowieso schon ein bisschen angehoben, der Schwierigkeitsgrad. Aber ja klar, es ist einfacher, dann sag ich mal. Ich trage selber die beste Pose im ganzen Spiel, eine schöne X01er. Was Besseres kannst du gar nicht haben. Nebenbei habe ich die stärksten Waffen mit über 200 Damage. Das Ghost-Girl mit über 463 Damage. Ich schreibe den stärksten auf dem ganzen Spiel rum, also man haben kann. Würde ich meinen, oder einer der stärksten zumindest, wenn schon. Stark genug, um Kunde zu töten. Einen wie ihn brauchen wir. Wie wär's, wenn ihr eurem neuen Anführer etwas Respekt erweist? Er wird Respekt bekommen, wenn er sich ihn verdient hat. Könnte ich, glaube ich, machen, wenn ich auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad spielen würde. Aber dann würden die ihn einfach nur sinnlos länger aushalten oder mehr aushalten. Und ich will ja für das, was ich gemacht habe, auch belohnt werden. Verkrümelt euch jetzt. Und ich zeig dem Boss hier alles. Stabile Drobo-Auge, Junge. Das habe ich gesagt. Lief alles wie geschmiert. Wolltest du den Overboss echt tot sehen? Tot? Aus dem Weg geräumt? Wo ist der Unterschied? Wir sind ihn los. Der Plan war erfolgreich. Dank dir. Kein schlechter Plan. Und siehe da, er hat funktioniert. Okay, ich weiß, dass du keine Ahnung hast, was hier abgeht. Und dass gerade alles auf einmal passiert. Aber du musst mir jetzt gut zuhören. Coulter zu erledigen, war keine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Ein paar haben das schon länger geplant. Jetzt, wo er weg ist, haben wir eine freie Stelle als Overboss. Und, Überraschung, du hast den Job bekommen. Ich bitte dich nur, mir bei der Sache zu vertrauen und es zu versuchen. Das wird es wert sein. Erst lockst du mich hierher und jetzt soll ich den Laden schmeißen? Sowas in der Art. Ich erklär's dir. Nuka World wird von 3 Raiderbanden beherrscht. Den Jüngern, den Unternehmern und dem Rudel. Und falls du anhand der Namen noch nicht drauf gekommen bist, das sind keine normalen Raider. Diese Idioten können sich untereinander nicht besonders gut leiden. Dank Coulter ist der Laden hier ein einziges Pulverfass, das beim kleinsten Funken hochgeht. Ein falscher Schritt und wir haben hier ein Blutbad. Ich glaube, du hast das Zeug dazu, die Sache gerade zu biegen und die Banden daran zu hindern, sich gegenseitig zu zerfleischen. Und warum gerade ich? Wieso ich? Du wärst doch sicher besser geeignet für den Job. Dazu kommen wir später. Wahrscheinlich hast du viele Fragen, aber hier ist nicht der richtige Ort. Zu viele Ohren. Wir sehen uns im Overboss, in deinem neuen Quartier. Dem Restaurant oben auf dem Fistop Mountain. Dort können wir reden. Warte, ich mach dir die Tür auf. Da. Okay. So schnell wird man befördert, was? Warum auch nicht? Gibt's hier mal, guck mal, gibt's hier wohl einen Typ, wo ich meinen Kram verkaufen kann? Ich bin echt überladen. Oh, ne, Rufe freigeschaltet. Mehr Schein als Sein. Ups. Ich schließe mehr Schein als Sein ab. Okay.
Brauchen wir noch eine. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich für den ganzen Kram so halten soll. Bisher habe ich von Nuka World nicht viel gesehen, außer als ich mit dem Zug lang gefahren bin, war es ein riesiges Gebiet. Und ja, die Dekoration ist interessant. Kunst liegt ja bekanntlich immer im Auge des Betrachters. Ich persönlich muss sagen, diese Inneneinrichtung ist. Weil diese Schaufensterpuppe auch den Abstecher. Wie geh ich nicht in mein Inventar rein? Doch, hetze. Lol. Irgendwie gerade einen Bug ausgelöst, mit dem ich irgendwie nicht mehr Inventar zurückbekomme. Das hat dieses Spiel auch so häufig. Ey, ich könnte kotzen! Das ist auch so ein Ekel-Bug, dass du nicht mehr aus deinem Pip-Boy rauskommst. Oh. Nee. Warum komme ich nicht mehr bei dem Pip? Ich weiß nicht mehr, ob ich diese Woche meinen Bart schon hab. Ist das gerade verbuggt, das Game? Moment mal, Leute. Moment mal, haben wir gleich. Ich starte mal kurz das Spiel neu. Was ist das denn gerade? Ich kann einfach nicht mehr in meinen Pip-Boy rein. Ja, ich finde ein bisschen Rot hätte bei der Dekoration gepasst, was? ED kann paar Kilobyte bei Steam in der Cloud hochgeladen werden, dort auch mal 100 Jahre. Also kommen wir zum nächsten Bug. Seht ihr das hier? Ich kann meine Maus runterziehen und sie geht jetzt wieder nach oben. Es ist einfach nur gerade ekelhaft. Junge, was ist denn gerade los? Hätte das Spiel so eine Macken von Anfang an gehabt, ich schwöre euch, ich hätte es nicht durchgeführt. Schon wieder! Was ist denn das? Alter, was ist hier da gerade kaputt? Ey. Ah, jetzt. So, vielleicht habe ich jetzt nicht mal meinen Pip-Boy rein. Ich würde ungern den Stream jetzt hier schon frühzeitig beenden und das Projekt nicht weiterführen können, weil das Spiel wie verpackt ist und mein Spielstand im Arsch ist oder so. Ich gehe auch gleich raus hier, komm, scheiß drauf. Ja, sowas triggert mich doch schon sehr hart, muss ich zugeben. Das sind so Sachen, das kann einfach nicht sein. Ist der Pip-Boy, gar nicht auf, wenn der Pip-Boy öffnet, dann kommst du nicht mehr raus. Was ist das für Bugs? Ich setze mal nochmal einen neuen Spielstand und sollte das weiter rumpacken, dann werde ich einen anderen Spielstand neu laden. So, kann ich jetzt öffnen? Ah, jetzt geht es, okay.
Ich wollte doch schon sagen. So. Ja, willkommen in Nuka World, wa? Heftig. Dieses Geschnarre kommt nicht vom Mikrofon. Ja, stimmt, du hast recht. Als würde Wasser laufen. Was ist denn jetzt los? Ich stumme mich mal kurz, Leute, dann geht es gleich wieder weiter. Moment. So. Scheint jetzt zu funktionieren, oder? Alles wieder gut. Dankeschön für den Tipp. Keine Ahnung, woran das lag. Ja, Coconut Man. Wunderschönen guten Abend. Ja, keine Ahnung, was da los war. Also irgendwie ist gerade alles ein bisschen am Arsch, wa? Nuka Town USA. Ist das eine eigene Stadt, Nuka World? Ah, stimmt, du hast recht gehabt mit dem Ausschlag. Ich hätte übelstes Getingel da auf meinem Mikrofon. Ich habe kurz mein Mikrofonstück nochmal rausgeschickt von meinem Teil hier. Mal kurz mein Soundpanel nochmal ausgemacht gehabt. Jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was das war. Ich habe auch gar keine Orientierung, wo ich jetzt hinzugehen habe. Es ist einfach mal so ein Riesengebiet wieder mal. Ähnlich wie Verhaber. Das ist ja nicht gerade klein, das hier ist hier. Eieiei. Es sieht ein bisschen aus wie Texas von der Form her. Und das Ding heißt jetzt... Ah, okay, wenn ich da kommen wir zurück will, muss ich dahin reisen. Nuka Station. Okay. Okay. Ja, es kann gut sein. Wie gesagt, das ganze Game war gerade etwas verbuggt gehabt. Hey. Auf dem Markt ist ziemlich viel los. Die Dinge scheinen gut zu laufen. Ich habe heute Nacht ganze 4 Stunden geschlafen. Hier gibt es Maschinen, die Kinder mit Nuka-Cola eingesprüht haben. Was hatten diese Leute für Probleme? Warum kann ich Sachen nicht bei dir verkaufen? Du bist doch Verkäuferin, oder nicht? Wer bist du? Mason hat die letzten Alpha-Tiere teeren und federn lassen. Jetzt sind sie weg. Aber frag lieber nicht, was aus ihnen geworden ist. Rudelveteran. Oh, hallo, junger Bursche. Willkommen in Nuka World. What the fuck? Ich bin Nira, Ihre freundliche Nuka World Informationsassistentin. Besuchen Sie Nuka World zum ersten Mal? Ja. Ja, das tue ich. Oh, wunderbar. Wir freuen uns sehr, Sie in Nuka World begrüßen zu dürfen. Bevor Sie sich auf Ihr großes Nuka-Abenteuer begeben, möchte ich Ihnen noch... Fehler. System-Fehlfunktion. Hast du meine Zeit lang genug vergeudet, du dreckiger kleiner Gauner? Mir wird langweilig. Und wenn mir langweilig wird, werde ich gewalttätig. Moment. Was hast du gerade gesagt? Oh, was ist los, Drecksack? Mal wieder Camps bis zum Verlust der Muttersprache geschmissen? Du hast mich genau verstanden. System wiederhergestellt. Hoppla, tut mir leid. Meine Aufzeichnungen deuten auf eine unautorisierte Manipulation meiner Persönlichkeitssubroutinen hin.
wenden Sie sich bitte schnellstmöglich an einen Nuka World Wartungstechniker. Wer hat dich denn bitte gehackt? Was ist los? Wer hat dich manipuliert? Könnte ich das doch nur sagen. Die beteiligten Personen passen nicht zu den visuellen Aufzeichnungen bekannter Nuka World Mitarbeiter. Zum Glück haben meine Audiosensoren alles aufgezeichnet und ich habe gemäß den Standardsicherheitsprozeduren ein Holoband eingereicht. Oh, keine Sorge. Trotz dieses unglückseligen Vorfalls funktioniere ich noch mit mehr als 61% meiner normalen Kapazität. Ich wollte Ihnen gerade einen kleinen Tipp geben, damit Sie Ihr spannendes Nuka World Abenteuer optimal genießen können. Sammeln Sie Parkmedaillons, während Sie Spaß mit unseren großartigen Attraktionen haben. Für einen kompletten Satz gibt es eine besondere Belohnung. Wenn Sie Fragen zu Nuka World haben, werde ich sie mit Freude beantworten. Und denken Sie daran, für eine kalte, erfrischende Nuka-Cola ist immer der richtige Zeitpunkt. Wo kann ich mich ausruhen oder was essen? Irgendwelche Tipps? Aber natürlich! Nuka Town USA ist der perfekte Ort, um in entspannter Atmosphäre großartiges Essen zu genießen. Ja. Wenn Sie etwas Leckeres für Ihre Kinder suchen, gehen Sie mit der Familie zu Cappy's Café. Lust auf einen romantischen Abend? Genießen Sie Essen und Vorführungen im Parlor. Möchten Sie einen großartigen Ausblick und ein gastronomisches Erlebnis von Weltklasse erleben? Dann besuchen Sie das Restaurant Fistop Grill auf dem Fistop Mountain. Wenn Sie Herausforderungen mögen, kommen Sie in die Nuka-Cade oder erleben Sie eine wilde Fahrt in unseren Cola-Cars. Was möchten Sie sonst noch wissen? Also anscheinend kann man hier eine ganze Menge machen. Aber was sind diese Parkmedaillons? Erzähl mir mehr über diese Parkmedaillons. Ist mir ein Vergnügen. Im Park befinden sich mehrere Automaten, an denen Sie Parkmedaillons erhalten. Sobald Sie... Kommt jetzt eine Knarre aus dem Automat raus. Nach der Frage. Um eine besondere Belohnung zu erhalten. Okay. Wo finde ich diese Automaten? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Besuchen Sie unsere beliebtesten Fahrgeschäfte und Attraktionen. Was möchten Sie sonst noch wissen? Erzähl mir über die verschiedenen Bereiche des Parks. Mit Vergnügen. Setzen Sie kurz auf die Sterne in der Galactic Zone und erleben Sie die faszinierende Reise der Menschheit ins All. Entdecken Sie Starport Nuka und rasen Sie in der Achterbahn Nuka Galaxy ins Abenteuer. Unternehmen Sie eine Zeitreise nach Dry Rock Gulch und wandeln Sie auf den staubigen Straßen einer Westernstadt. Erleben Sie lebendige Geschichte in unseren authentischen Aufführungen von Cowboys und Revolverhelden im Wilden Westen. Werden Sie Zeuge von Naturwundern im Safari-Adventure mit einer faszinierenden Sammlung exotischer Tiere aus aller Welt. Meistern Sie das Heckenlabyrinth und besteigen Sie das gigantische Baumhaus, um den Ausblick auf unsere großartige Tierschau zu genießen. Vergessen Sie nicht Kitty Kingdom, eine magische Welt, die Spaß und Fantasy für die ganze Familie bietet. Ihre Kleinen werden die Fahrt mit dem imposanten Riesenrad legen. Und besuchen Sie auf jeden Fall auch King Colas Castle. Und zur Feier der weltweiten Markteinführung gibt es in der Welt der Erfrischung jetzt einen Fluss mit Nuka-Cola Quantum. Was möchten Sie sonst noch wissen? Ja, warum war der letzte Satz mal keine Elektronikstimme? Was zur Hölle? Ich habe keine weiteren Fragen. Erstmal keine Fragen. In dem Fall, danke für Fehler. Oh, wieder gehackt. Du bist noch da? Scheiße, jetzt verschwinde hier, du elender, dummschnüffelnder Müllwühler. System wiederhergestellt. Einen schönen Tag noch. Ja. Ich bin einfach mal gerade überladen, was ich jetzt zuerst machen soll. Jetzt so viel zu, erstmal Quest machen, oder was meint ihr? Was mit der Jungen? Warum ich nicht mit der Jungs sammeln, wa? Ich wüsste, wo die sind. Machen wir erstmal einen ambitionierten Plan. Wir gehen erstmal dahin. Ja, wir haben hier gerade nicht markiert, wo die Münzen sind. Von daher, diese Halsbänder werden mit der Zeit echt heiß. Neuer Boss, was? Keine Sorge, ich mach keine Probleme. Irgendwann wird's besser. Eines Tages. Hab einen der Händler beim Klauen. Bist du Schaf, ja? Oder Wolf? Gute Knarre. Dann gab's ein paar zusätzliche Schießübungen.
Verschissene Händler. Der Zoo macht viel Arbeit. Jeder trägt seinen Teil bei. Wenn du was fangen willst, musst du es auch jagen. Stylische Moden herrschen hier auf alle Fälle. Kann man nicht meckern. Also, die Mode ist hier wirklich wahrlich on point. Schon so ein bisschen, wa? Bloß hier ist der Purge Nacht all day, Willkommen im Nest, Boss. Wir haben uns schon gefragt, wann du vorbeikommst. Also ich bin jetzt euer Boss, ja? Das Rudel lässt die Sau raus. Ich bin ein Boss voller abgefuckter Hinterwäldler, ja geil. Geil. Oh, ich wird auch sauber gemacht, ne? Hier herrscht auf alle Fälle Ordnung. Hey, du lebst ja noch. Gott sei Dank. Wenn es dich tröstet, ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ich habe meine richtige Familie verloren, als Coulter und seine Gangs uns diesen Ort hier nahmen. Jetzt sind diese Händler alles, was mir noch bleibt. Sie sind jetzt meine Familie. Wenn Coulter mich losgeschickt hat, um Leute für die Feuerprobe herzulocken, hatte ich keine Wahl. Hätte ich es nicht getan, hätte er jemanden getötet, der mir was bedeutet. Es tut mir nur leid, dass du da reingeraten bist. Ist dir jemals einer entkommen? Nie, konnte ich mir gar nicht leisten. Früher schickten sie mir noch jemanden mit. Der dachte, er könnte hier draußen fliehen. Sie haben ihn gefunden und zwei unserer Leute vor seinen Augen gefoltert und ermordet. Dann zwangen sie ihn in die Feuerprobe. Danach war mir klar, was ich zu tun habe. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich dich da reinziehe. Ist schon okay, Harvey. Ich verstehe das. Schön zu hören, Boss. Hätte nie gedacht, dass mir das mal passiert. Oh, also einen schönen guten alten Whisky oder sowas, wa? Ich mach besser mal weiter. Na gut, Whisky vielleicht nicht, aber wenn so ein Fusel halt auf alle Fälle, ne? Was? Warum heißen alle Verkäufer, wenn niemand was von dir verkauft? Also. Du! Du bist also der neue Overboss. Ich glaube, wir beide werden in Zukunft viel zu besprechen haben. Das Sagen zu haben ist ein echter Balanceakt. Ich beneide dich nicht. Markt in Zeit. Oh! Ich kann zwar kein Englisch, aber das verstehe ich. Ja, und Strümpfen. Oh, geil, frisch gefiltert. Mmm. Lecker. Ich habe unterwegs ein paar ziemlich gute Sachen gefunden. Interesse? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. War da gerade ein zweiköpfiger Bison? Oder Büffel? Büffel, glaube ich, war das gewesen. Kein Bison. Wenn ich nie was benutze, Durstlöcher. Ich behalte den mal, weiß er nie. Ich glaube, ich behalte eher meine Power-Rüstung, ganz ehrlich. Auch wenn es ein einmaliges Teil ist, ist mir vollkommen Rille. Ganz ehrlich. Warte mal, wo ist denn mein Opa? Da. Hey Boss, du hast Coulter echt eine Abreibung verpasst. Das war mal was. Dann sind seine großen Pläne. Ich rede gerade. Mit ihm gestorben. Große Pläne, was? Beinhalteten die auch, in der eigenen Arena getötet zu werden? Natürlich nicht, Boss. Als Coulter Overboss wurde, hatte er große Pläne. Und er machte ein paar große Versprechungen. Er wollte das Kraftwerk wieder ans Netz anschließen und den ganzen Park beleuchten, damit er einfacher zu erobern und sicherer für uns alle wird. Das hätten wir schaffen können. Aber dann wurde alles langsamer, träger. Coulter verlor die Motivation. Warum war ihm denn alles egal? Ist was passiert? Einige Banden dachten, dass er vielleicht zu bequem geworden wäre. Aber das weiß ich wirklich nicht. Ich bin nur ein einfacher Händler. Also zählt meine Meinung nicht. Ich finde den Plan aber trotzdem gut. Verdammt! Vielleicht hätten dann auch die armen Wichser draußen in Dryrock Gulch eine Chance. Dryrock Gulch? Warum sagt mir der Ort irgendwas? Welche armen Wichser meinst du denn? Als die Raider die Kontrolle übernahmen, sind einige von uns entkommen, also von den Händlern, die hier vorher waren. Ich weiß nur, dass sie in Dryrock Gulch waren. Haben wahrscheinlich Probleme, wenn sie überhaupt noch leben. Wirst du Coulters Plan in die Tat umsetzen? Damit wir wieder Saft haben? Coulters Plan war gut. Viel
Vielleicht führe ich ihn ja zu Ende. Hoffentlich, Boss. Ehrlich gesagt, habe ich mehr als einmal von diesem Tag geträumt. Keine Ahnung, warum. Vielleicht liegt mir der Ort hier einfach am Herzen. Habe eine Menge Arbeit reingesteckt. Hört sich seltsam an. Das weiß ich, aber Nuka World ist etwas Besonderes. Ich finde, ihre Lichter sollten endlich wieder leuchten. Und stell dir nur vor, nachts würde man uns meilenweit sehen können. Die Leute würden darüber reden und auf dem Markt einkaufen kommen. Das sind eine Menge Kronkorken für dich und die Banden. Wie lange bist du schon hier? Rund 20 Jahre, denke ich. Boah. Ob's mir gefällt oder nicht. Nuka World ist mein Zuhause. Ich gehe dann mal wieder an die Arbeit. Bis dann, Boss. Mann, der erste sympathische Typ, den ich hier treffe. Okay, der andere da draußen, der Harvey, war auch ganz sympathisch eigentlich. Solange du dir die Waren und nicht mich anschaust, mache ich gerne Geschäfte mit dir. What the fuck, Alter? Ein zweiköpfiger Büffel. Wo ist mein Opa eigentlich wieder denn da? Bin weit gereist, um diesen Ort zu sehen. Ganz Du bist also der neue Boss. Coulter war kein Schwächling. Wenn du ihn ausschalten konntest, hast du dir den Titel auf jeden Fall verdient. Trotz all seiner Schwächen hat Coulter hier was aufgebaut. Was Wichtiges. Viele Leute sind weit gereist, um hier zu handeln. Durch den Markt fließen reichlich Kronkorken. Das ist eine Gelegenheit, die man nicht als selbstverständlich betrachten sollte. Überleg mal! Was meinst du damit? Solange die Leute herkommen, fließen auch die Kronkorken. Aber Raider, die sind unberechenbar. Hitzköpfe, das ist ein empfindliches Gleichgewicht. Viel Verdienst, aber genauso viel Risiko. Lass das hier nicht außer Kontrolle geraten. Eine Sache solltest du vielleicht noch wissen. Ich habe eine Abmachung mit Shank. Wenn ich unterwegs bin, halte ich die Lauscher offen. Hör ich was Interessantes, erfährt er's. Oha. Das wäre auf alle Fälle interessant. Wer ist Cenk? Er ist ein Mann mit Informationen. Wenn irgendwas Besonderes hier in Nuka World oder im Commonwealth geschieht, weiß er meistens darüber Bescheid. Das habe ich mitbekommen. Also mitbekommen nicht, aber er erschien mir schon so nicht normal wie alle anderen hier gerade. Klingt doch gut. Das kannst du gerne weiter so machen. Wird gemacht. Da du schon mal da bist. Brauchst du ein paar Vorräte? Was hast du vorrätig? Das ändert sich jeden Tag, um ehrlich zu sein. Aber ich versuche eine Mischung aus Waffen, Vorräten und Kleinkram zu führen. Ich habe bestimmt das, was du brauchst. Ich will so einen zweiköpfigen Wasserbüffel haben. Zeig mal, was du so hast. Und ich will ihn reiten. Schnell meine Kuh, Junge, geht ab. Ich bräuchte wirklich so eine Power-Rüstungsstation, das wäre nicht schlecht. Ja, Fußkürze auch. Gib mal daher so ein Ding. Das wäre nice, wenn die so eine Anspielung drauf machen würden hier. Händler hier sind nicht besser als Sklaven. Arme Schweine. Hier gibt's Waffen und Munition. Arbeite nur hart. Wie immer. Ich kann da rein. Oh mein Gott. Los. Catch your ride. Ich hoffe, diese Kuh. Ja, habe ich gesehen gehabt. Ne, du kommst wirklich nicht. Ich will mich verdammt gucken hier. Waffenwerkbank. Wen haben wir denn da? Willst du meinen bescheidenen Marktstand mit deiner Anwesenheit beehren, oh großer Boss? Oh, du Schleimer, Alter. Red nicht so mit mir. Sonst
verlierst du was ziemlich Wertvolles. Tut mir leid. Ich weiß, du hast da nicht drum gebeten. Ist einfach schwer, nicht verbittert zu sein, verstehst du? Wir machen die ganze Arbeit. Dann heimsen die Banden alles ein. Gutes Geschäft. Zumindest für euch. Aber es ist wohl egal, was ich denke, oder? Richtig. Solange ich dieses Halsband trage, bin ich nichts weiter als ein Sklave. Schön, dass deine Rolle erkannt hat. Weiter an die Arbeit. Hey, ist nicht meine Schuld, dass es so läuft. Ich bin neu hier. Hab ich auch nie behauptet. Du solltest nur wissen, worauf du dich einlässt. Also, wenn du Waffen oder Munition brauchst, sprich mit mir. Und bevor du fragst, ja, jeder zahlt. Selbst du. Ich überleg's mir. Wie du meinst. Hey, Aaron. Nee, warte mal. Geht früher oder später die Munition aus. Also, was brauchst du? Nur, das ist das Ding. Wieso muss ich für das Zeug bezahlen? Ich bin schließlich der Overboss. Wie jeder mag, braucht auch dieser Ort hier Kronkorken. Ob nun für Zahlungen, Bestechungen oder sonst was. Nichts für ungut, Boss, aber so läuft es hier nun mal. Ich weiß, dass es hier in diesem DLC eine neue Waffe gibt. Und zwar einen Kalaschnikow-Abklatsch. Und ich habe bisher die Munition bekommen gehabt dafür und habe mich mal gefragt, warum. Irgendwann wurde mir gesagt gehabt, man bekommt eine Nuka-World-Munition dafür. Und zwar die guten alten 7,6er Patronen. Und der wird sie bestimmt haben. Er hat sie. Er hat sie. Jawoll. Gib erstmal gleich. Gib mal alle, was du hast. Mag es für den einen oder anderen verwirrt erscheinen, was ich gerade tue, aber ich zahle Patronen mit Patronen. Die 38er Patronen nutze ich doch eh nie. Ganz da, Maler. Ich will ein letztes Hemd auch noch haben. Yippie, 58 Patronen. Ich brauche sie. Ich will sie, ich brauche sie. So. Oh mein Gott, Leute. Eine AK. Eine gottverdammte AK. Warum ist sie nicht automatisch? Warum ist sie nicht automatisch? Waffen aller Art zu fairen Preisen. Warte mal. Da muss man was machen. Kannst mit Werkbänken umgehen, was? Hier gibt's Munition. Sollte man immer dabei haben. Hohenbonn habe ich auch schon gesehen. Das Ding ist, wie gesagt, Nuka World ist mein erstes Mal hier. Also ich habe bisher nie Nuka World gespielt gehabt. Und somit bin ich jetzt gerade ein bisschen über... Ich kann den Dostlöcher pimpen! Ich glaube, ich werde mal ganz kurz, mal nach Sanctuary zurück. Geht ja schnell, mit Schnellreise geht das ja. Weil da ist mein ganzer Stuff und so. Sonst muss ich meine Beine reparieren. Und wer weiß, wann ich mal wieder zu einer nächsten Werkbank komme. Deswegen werden wir mal schnell rüber wandern. Newton, okay. Markt kann man sich merken. Ab zum Commonwealth. Weil jetzt würde mich mal interessieren, diese ganzen Perks zum Beispiel oder die ganzen Skillungen wie Kommando und so. Ich glaube, ich habe nicht ein einziges Skill reingeballert. Weißt du, ich glaube, ich werde die gar nicht so nach meinem Belieben umbauen können. So, warte mal. Mal die Postung ablegen.
Zack. Ach, warum stelle ich denn da wieder ein? Ich muss doch eh vorhin wieder Ding ausziehen, weil er mit einer Pause und nicht arbeiten kann. Naja, egal. So, jetzt schauen wir mal. Immer der Doof durchaus. Was kann man da machen eigentlich? Okay. Ist da vorne. Da ist ein Kronkorken vorne dran, Lull. Warum denkst du, wir seien Freunde? Mama Murphy hat Wort gehalten, Kind. Keine Cans. Und auch kein drittes Auge. Erzähl lieber nichts über diesen Ort. Mächtiger Automatikverschluss, da haben wir es doch. Zack. Es ist noch nicht perfekt, aber wir kommen durch. Ich will so einen schönen langen Lauf haben. Nein, nicht so ein. So ein Lauf sieht geil aus. So, ich muss Kontrolle. Aus der Hüfte, ist egal. Lang muss es sein. Ein Schaufelkolben, immer so ein richtig schönes. Präzisionskolben. Genau, machen wir daraus eine AK-74. Statt einen 47er. Oh, einen leichten Kolben ran. Zack. Klar, ich lass für dich alles stehen und liegen. War nur ein Scherz. Lass mich in Ruhe. Klatsch mal ran. Ein Visier. Machen wir mal so ein. Ein Holovisier. Eine Mündungsbremse. Erste Liga, bitte Nahkampfskills hier. Ein Charlie brauche ich nicht, nee. Sehe ich aus, als wollte ich plaudern? Und da liegt eine Reichweite. Aber gut, auf Reichweite gehe ich mit so einer Knarre doch eh nicht ran. Jetzt bin ich mal gespannt. Vergleichen wir mal das Ding mit meinem Dezember-Kind. 85 Schaden. Doch. Plus, das Ziel ist für 10 Sekunden vergiftet. Also eigentlich ist ja klar, was wir behalten. Das Dezember-Kind kommt jetzt mal in den Schrank rein. Schade, ich habe mich so an das Dezemberkind-Ding gewöhnt, dass ich das Aschen mochte. Aber gut, kann ich. Ab in den Schrank. Ich hab doch gesagt, Sanctuary würde wachsen. So, jetzt mal kurz Zwischenspeicher, mal kurz die Luftballer damit. Oh, oh Leute. Ich mag ja die AK, ne? Ich mag so für Videospielen die AK. Und die Präzision. Das Ding ist so ein Laserbeam. Es hat keinen Rückstoß, Alter. Och ja. Ja. Lässt sich mitarbeiten. Das ist schick. Kann man machen. Hat sich gelohnt. Cool. Freut mich. Na, Schuhe mehr. Hoffen, dass du in dem Ding nicht stecken bleibst. Erstmal kannst du mir den ganzen Schrott geben. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir den ganzen Kram auch mal wieder einladen. So, ich weiß nicht, wie teuer Nuka World ist, weil ich ja gehört habe, dass Nuka World etwas angepasster ist, so vom Spiel jetzt gerade her. Kann ich mir vorstellen, dass die Preise ein bisschen gepfeffert sein können.
Deswegen möchte ich gern mein gesamtes Vorkriegsgeld mitnehmen. Das sind bestimmt ein paar tausend Dollar. Da. Denn der missfiel zum Glück nichts. 8182. Alter Falter. So, nebenbei haben wir noch 38er Patronen. Als Zahlungsmittel, die ich eh nicht nutze. Und billiger Patronen, die ich auch nicht nutze. Also, ja, passt. So, der Durstlöcher, den würde ich auch ganz gerne mal im Schrank drin packen, weil ich weiß nicht, ob man noch mal sowas bekommt. Es wird bestimmt niemals mehr praktisch sein, das Ding einzusetzen, aber warum denn nicht? Das ist ein Sammelstück. Kann vielleicht ganz lustig sein. Granaten nutze ich nur wieder mal, aber meine Waffen machen deutlich mehr Schaden als Granaten, also eigentlich können die auch alle weg. So, unser Gaussgewehr, meine 10mm Pistole, die eigentlich ich auch nicht mehr brauche. Ne? Alles, was ich habe, macht viel mehr Schaden als das, aber gut. Gut, die ist komplett aufgepowert wieder, die Powerrüstung. Ich würde das nochmal ganz gern sortieren nach Gewicht. Und alles, was denn Gewicht hat, was ich nicht brauche, einlagern. So haben wir auch. Jetzt sind wir bei 804 Gewicht. Gut, ich könnte jetzt Longfellow auch in eine Powerrüstung stecken, dann würde er deutlich mehr tragen können, aber ach, wieso? Das passt jetzt mal schon. Dann würde ich sagen, zurück nach Nuka World. Läuft. Das sind so Momente, weißt du, jetzt ist es doofe, jetzt bin ich... Ja, ich habe die Hauptstory durch vom Fallout 4, hab Pearl Harbor durch, hab Automaton durch. Jetzt bin ich im letzten DLC und danach endet ja Fallout 4. Jetzt habe ich zum Schluss leider Gottes die AK, obwohl ich sie schon so viel früher gerne hätte haben können. Ne? Also ich hätte eigentlich schon früher noch nach Nuka World gehen müssen, um die AK zu holen, damit ich ein bisschen mehr Freude an dem Gerät habe, aber naja. Ah, okay. Na, das Lustige ist, ich habe ja die AK anfangs gefunden gehabt und habe mich erstmal gewundert, gab es so eine AK? Hä? Und da haben einige dann im Chat gemeint gehabt, von wegen, du bekommst die AK auch schon früher, nur ohne Munition in der normalen Welt, wenn du das DLC schon drauf hast. Ich so, okay. Ja, gibt sicherlich noch eine bessere, aber ich wollte die erstmal haben. Es gibt hier echt schlechte Jobs, aber den Rudel unterschlupft zu nutzen. Aber pro Quest weitermachen, wir machen erstmal die Quest noch weiter, würde ich sagen. Umgucken, Nebenquests machen, das können wir alles danach. Der sich gerade einen Jet in die drückt. Wenn du dir was nehmen kannst, gehört es dir. Jetzt müsste der einfach mal umkippen und sterben, Überdosis. Ich würde so feiern. okay. Dann willkommen im Club. Ich kenne ja Fallout 4 schon länger. Ich kenne ja Fallout 4 schon den Release. Habe aber irgendwann mal Fallout 4 abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr auf Fallout hatte. Warum auch immer. Und dann, ja, nach Jahren beschlossen, komm, streamst du den Mist mal und spielst das mal. Und jetzt doch YouTube Horror Stance Let's Play, sag ich mal. Und jetzt, wie gesagt, Nuka World kannte ich nicht. Ich kannte bloß das Verhaber DLC und das Automaton DLC. Ja. Cookies Café. Ich weiß nur, dass Gage neulich in den Bergen war und eine halbe Ewigkeit mit Misha geredet hat. Na, schießt du deinen Boss? Traust du dich? Ja. Naja, ich bin der Boss und einen Boss schießt man normal nicht an. Ja?
Wenn ich jemand ins Gesicht schlage, hat er dich zu fragen, warum er zu akzeptieren, ja. Ich bin Raider-Boss. Also Boss von einer kleinen Raider-Gruppe. Und da haben zu machen, was ich sage, einfach ist die Sache. Oh, jetzt haben wir schon einen Ort entdeckt, wir gehen mal kurz hier rein, um zu gucken, ob es eine Nebenquest gibt. Da frag ich doch nicht nach. So, ne, und wenn die Waffe gegen mich gerichtet wird, da ist vorbei, da ist dann aus, da diskutiere ich gar nicht. Dürfen die auch nicht auf mich einballern, da müssen akzeptieren, dass ihre beste Freundin tot ist. Gut gedeckt. Who the hell are you? Du siehst aus wie Tyrene aus Borderlands 3. Hallo. Wir schulden dir wohl alle was, weil du Coulter erledigt hast. Er war ein Idiot. Das würde ich lieb, Loki. Was anderes würde ich nicht von dir erwarten, ganz ehrlich. Der in seinem kleinen Auto festsaß. Schätze, es ist deine Genugtuung zu wissen, dass er endlich bekommen hat, was er verdiente. Was hast du dabei gespürt? Was ging dir durch den Kopf, als du diesen menschlichen Müllhaufen erledigt hast? Bedauern. Ich will euch bedauern. Worüber habt ihr gesprochen, als ich reinkam? Nun, über dich, Overboss. Du bist eine unbekannte Größe. Wir wollen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Mädel. Ja. Was ging dir durch den Kopf, als du diesen Trottel erledigt hast? Wenn ich ehrlich bin, ist mir eigentlich scheißegal. Ich kann lieber als 42, ja. Bedauern, schätze ich. Ich wollte ihn nicht töten. Das ging aber nur dir so. Ja, das stimmt. Mit so einer Einstellung kommst du in Nuka World nicht weit. Wie dem auch sei. Gages Gesetz besagt, dass du der neue Overboss bist. Dann hoffen wir mal, dass du besser bist als der Letzte. Ich bin Max. Das ist mein Bruder William. Ist mir ein Vergnügen. Wir sind die Chefs dieser Bande, zusammen mit Lizzie. Wir nennen uns die Unternehmer. Aha. Du wirst schon bald feststellen, dass wir die einzigen sind, die du hier unterstützen solltest. Denn nur wir sehen, was das hier wirklich für ein Ort ist. Ein Tempel, der für das Einzige steht, was in dieser Welt zählt. Zufriedenheit? Nö. Kronkorken. Dieser Ort wurde gebaut, um Trotteln Kronkorken aus der Tasche zu ziehen. Wir haben uns Gage und Coulter nur angeschlossen, um dieses Ziel zu erreichen. Allerdings mit etwas anderen Methoden, als die Gründer es beabsichtigt hatten. Stattdessen ließ Coulter uns fast ein Jahr lang rumsitzen und hat das Leben auf seiner verdammten Bergspitze genossen. Wenn du hier jetzt das Sagen hast, wollen wir von dir eine Zusicherung, dass du den Ort zu seiner wahren Bestimmung führen wirst. Und dass wir endlich wieder Leute überfallen, um ihnen ihr beschissenes Geld abzunehmen. Und ihr könnt mir bestimmt sagen, wieso ich ausgerechnet die Unternehmer unterstützen sollte. Oder? Weil es bei uns diese ganze Scheiße nicht gibt. Meine Leute werden nicht von irrer Blutgier oder Tierinstinkten geleitet. Wir sind die einzigen Vernünftigen hier und würden wertvolle Verbündete abgeben, solange du mit dem Ort hier wieder Kronkorken verdienen willst. Wir möchten also wissen, wie dein Plan aussieht. Das klingt nach einer Forderung. Ich bin der Overboss hier und ich mache, was ich will. Klar? Sicher, Boss. Wie du meinst. Du bist im Parler immer willkommen. Fühl dich ganz wie zu Hause. Und wenn du Lust hast, ein paar Jobs für uns zu erledigen, red einfach mit mir. Aber denk auch mal darüber nach, was wir für ein Leben führen könnten, wenn wir diesen Ort wieder wie früher nutzen würden. Die Unternehmer tolerieren keine Versager. Wer es nicht hinkriegt, muss verschwinden. Ja, da fahr ich mit dir mal, mein Freund. Wisst ihr, wie schlimm es ist? Ich bin jedes Mal der nette, gerechte Typ, der im Commonwealth so ziemlich jede arme Wurst helfen möchte. Wisst ihr, wie schlimm es ist, wenn ich als Raider-Boss hier reinkomme und alle erwarten, ein Arschloch zu sein? Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich mache es wie bei Fallout 3. Entweder fügen sich alle meinen Willen und chillen alle mal für ein paar Stunden, oder ich rotte den ganzen Laden irgendwann mal aus. Und zwar ausnahmslos ausrotten. Das habe ich bei Fallout 3 auch gemacht. Da gab es diese riesige Sklavenstadt. Ich hieß die bei Fallout 3 nochmal gleich. Paradise Falls, ja, hätte das friedlich lösen können, indem ich einfach mal irgendwelche Sklaven an die verkaufe und Menschen folter. Nein. Klar, sei einfach der Oberboss und sei ein Arschloch, wem kümmerst du hier in Nuka World, ist richtig, aber wenn alle so denken würden, dann wäre die Welt im Arsch, was ja eh schon ist, aber trotzdem, ne.
Also wie gesagt, wenn ich hier der Oberboss bin, bestimme ich, dass es hier geziemter zugeht als so, ne? Was seid ihr? Rauchverbot! Wer seinen Job gut macht, sollte auch gut leben. Und keine Bande macht ihren Job besser als wir. Max. Wir haben einen faszinierenden Job. Den kannst du gern übernehmen. Ich bin ganz Ohr. Die Jünger haben mal wieder für Ärger gesorgt. Jemand gibt ihnen Informationen weiter. Die sollten aber uns gehören. Lass ihn dieses Elektrohalsband tragen. Du kannst dich heranschleichen und es anbringen oder ihn mit den Fäusten überzeugen. Mädel, ich bin genau auf deiner Seite. Kronkorken lösen jedes Problem. Also. Da springt doch sicher was für mich raus. Natürlich. Das ist echte Arbeit, Overboss. Und dafür gibt's echte Kronkorken. Eine Hand wäscht die andere. Das weißt du doch. Keine Sorge, Overboss. Für erfolgreiche Jobs wirst du bei uns immer entlohnt. Um wen geht es denn hier? Jemand, der es verdient hat. Ich würde mir darüber keine Gedanken machen. Klingt gut. Schön zu hören. Wir warten. Ich kann voll ganz nachvollziehen, wie du dich fühlst, Loki. Aufgrund dessen werde ich einfach mal... Du bist tot. Fassen wir mal kurz zusammen, was passiert ist. Ich schieß grad mit einer Knarre auf ihren Schädel, der Crit-Schaden macht, mit 463 Schaden. Sie hat 4 oder 5 komplett aufgeladene Schüsse mit einem Gauss-Gewehr abgewehrt. Also entweder ist die alle einfach mal Sturm, wo einfach die down gehen, oder die ist Robocop, Alter. Vollkommen egal. Also das war weird. Müsste ich hier alle rumballern? Wir haben alle mal dran gedacht, Colter in den Rücken zu schießen. Da bist du uns wohl einfach zuvor. Red weiter. Max hat schon immer Potenzial in diesem Ort gesehen. Und sie führt uns gut. Ich habe nie verstanden, William? Was Colter wenn irgendein Unternehmer den Frieden stört, bestraft ihn selber. Mehr braucht man wir dürfen nicht. Nicht denken, dass es okay ist, erwischt zu werden. Okay, wenn du es sagst. Eigentlich wollte ich mich noch gar nicht umgucken. Eigentlich wollte ich erstmal die Hauptquest machen. Das Ding ist aber, ich gucke mich erstmal hier um, weil ich diesen Ort entdeckt habe. Weil ich kenne mich. Wenn ich die Orte aufdecke und, sage ich mal, die Schnellreisestation, eine Schnellreisefunktion aktiviert habe, gehe ich da nicht mehr hin, wenn ich um mich umgucken möchte. Sprich, mir geht dieser Ort verloren und werde niemals diese Nebenquest finden. Hier wurde so viel Geld ausgegeben, nur um Softdrinks zu verkaufen. Traurig, oder? Hey, Lizzie. Für ein richtiges Labor würde ich töten. Hat aber bisher nichts gebracht. Hast du Rouge in den Augen oder bist du einfach nur ein Junkie? Sieht aus wie ein Waschbär. Die Unternehmer zu verstehen ist gar nicht schwer. Wir wissen, wie man lebt. Bei den anderen Banden steht eher das Sterben im Vordergrund. Aha. War die gerade kacken oder was? Oh Mann. Ah, wirklich wahr. Also, immer Tür zu machen mit dem Kacken, wenn ihr auf so einer Schüssel sitzt. Junge, kann dir jeder erstmal auf den Schritt kicken, ne? Also. Mal andere guckt auch, Alter. Ich glaube, wenn du einmal kackst und pisst, ist bestimmt sauber als die Toilette selber. Ist das keine Puppe? Warum ist da Blut und ein Schnitt am Hals? Okay, das ist weird. Nee, kenne ich nicht, Loki. Die Unternehmer zu verstehen, ist gar nicht schwer. Gut, gehen wir mal weiter. Nee, kenne ich nicht.
lassen mich Gäste normalerweise abtasten. Plünderer in Diamond City beschaffen. In Diamond City? Ich spinne doch wohl. Aber du bist ein Sonderbehandler. Ihr habt nicht zufällig was Außergewöhnliches gesehen, oder? Hi. Ich dachte, ich habe immer geträumt, hierher zu kommen. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Dieser Ort ist erstaunlich, oder? Ich schätze, es ist ziemlich beeindruckend. Auf jeden Fall. Man kann sich richtig vorstellen, wie lächelnde und glückliche Kinder Nuka-Cola trinken und einen Heidenspaß haben. Das war bestimmt magisch. Mein Name ist Sierra Petrovita. Ich bin aus dem Ödland der Hauptstadt hierher gekommen, um diesen Ort zu suchen. Vielleicht hast du schon von meinem Nuka-Cola-Museum gehört? Die später mit dem Typen da zusammengekommen ist, da wo ich verkuppeln sollte. Ich habe selber die Cola eingestreicht, aber der Typ abgeblitzt ist. Alter, die? Paris Hilton hässlich, genau. Nein, die kenne ich. Die kenne ich aus Fallout 3, da war sie ein bisschen jünger gewesen. Holy moly, Alter. Ja, natürlich kenne ich dich, ey. Sieh mal, gelogen. Ja, das Nuka-Cola-Museum. Kennt doch jeder. Wirklich? Das ist ja toll. Es spricht sich endlich rum. Vielleicht kommen dann auch mehr Besucher. Du hast mir eben den Tag versüßt. Da will ich mich revanchieren. Hier, ist zwar nicht mehr kalt, schmeckt aber bestimmt trotzdem. Ich würde ja gerne noch weiter plaudern, muss mich aber wieder auf die Suche machen. Wonach suchst du? Das möchte ich nicht sagen. Ist nichts Persönliches. Ich kenne dich nur nicht gut genug, um dir zu vertrauen. Komm, Mädel. Ich sag's nicht weiter. Wie kannst du alles sagen? Tja, okay. Ich bin so aufgeregt, dass ich es auch kaum für mich behalten kann. Das wird eine Erleichterung sein. Ich schätze, ich bin der größte Nuka-Cola-Fan der Welt. Ich bin besessen davon, seit ich sie zum ersten Mal probiert habe. Oh ja. Ich sammle alle Produkte, die ich finden kann. So wie die tolle Corki-Brille hier. Aber das ist keine gewöhnliche Sonnenbrille, sondern Teil eines echt coolen Preisausschreibens, das kurz vor dem Krieg begann. Der Gewinner sollte den berühmten John Caleb Brad Burton höchstpersönlich treffen. Brad Burton. Den Namen kenne ich. Er hat das Rezept für Nuka-Cola entwickelt, oder? Genau. Wow. Das wissen heute nicht mehr viele Leute. Um den Hauptpreis zu gewinnen, musste man im Park 10 Bilder von Corki finden, dem Nuka-Cola-Maskottchen. In jedem Bild ist ein Teil eines Corki so ähnlich versteckt. Und die Teile kann man nur mit der Brille sehen. Also, ich weiß, was du denkst. Brad Burton ist längst tot. Wen interessiert so ein Gewinnspiel? Ich wette, dass sich irgendwo in seinem Büro die originale Nuka-Cola-Formel befindet. Diese Formel war eines der größten Mysterien der Softdrink-Welt und wäre das Kronjuwel meiner Sammlung. Wenn du mir hilfst, sie zu bekommen, bezahle ich dich auch dafür. Was springt für mich raus? Dazu wollte ich gerade kommen. Brad Burton hat nicht nur Getränkeformeln entwickelt. Er war ein Genie, das alle möglichen fantastischen Dinge erfand. Mich interessiert nur, wie ich die Nuka-Cola-Formel in die Hände kriege. Andere Erfindungen kannst du gerne behalten. Was denkst du? Von dem Abdruck von der Formel gibst und ich die selber herstellen kann, in Massen, wäre auch nice. Selber Nuka-Cola erfinden? Boah, craften. Ich hoffe, du hältst dich an die Abmachung. Ich bin hier nämlich nicht die Wohlfahrt. Natürlich. Die Geschichte geht noch weiter. Und dieser Teil dürfte dir bestimmt gefallen. Brad Burton hat nicht nur Getränkeformeln entwickelt. Er war ein Genie, das alle möglichen fantastischen Dinge erfand. Mich interessiert nur, wie ich die Nuka-Cola-Formel in die Hände kriege. Was denkst du? Klar, warum nicht? Vielleicht erfahre ich aber mehr über den Park. Klingt einleuchtend. Du bist neu hier. Du solltest so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Ja. Ich gebe dir die Corki-Brille und diesen alten Flyer. Da sind Hinweise drauf, wo du die Corki-Bilder findest. Notier dir die Hinweise in den Bildern und bring sie zu mir, wenn du alle hast. Ich bin Expertin für alles rund um Nuka-Cola. Ich kann sie also bestimmt entschlüsseln. Viel Glück. Ich bin nicht hunderte von Kilometern gereist, um auf dem Markt zu shoppen. Ich schätze, wegen einer Kugel im Kopf bist du auch nicht hier. Wenn du weiterleben willst, solltest du da bleiben, wo du hingehörst. Ihr seid echt nette Typen, was? Misha hat ja eigentlich nur eine Regel. Lass dich nicht erwischen. Nimm die Knarre runter, Mädel.
Das sah auch leer aus. Und setzen wir die komische Brille mal auf. Das sieht so scheiße aus. Ich denke, wir gehen erstmal zur Hauptquest. Da möchte ich dann nicht hin, ich gehe weiter außen rum lang. Weil ich möchte ja nicht so allzu viele Orte entdecken. Das machen wir alle dann später. Erstmal die Hauptquest. So. Na klar haben wir Knarren, aber Messer sind interessant. Es macht erst Spaß, wenn man ganz nah dran ist. Dir auch einen schönen Tag. Tschüss. Kannst laufen, Alter. Ich bin so gespannt, was hier abgehen wird. Fitztop Grille. Willkommen zu Hause, Boss. Das gehört jetzt alles dir. Hoffentlich magst du das Design. Alles meins, alles meins. Aber die Aussicht. Alles, was du hier siehst, steht unter deinem Kommando. Jetzt hast du das Sagen. Denk dran, Simba, alles, was das Licht berührt, gehört dir. Was mit den dunklen Schatten? Teil? Da geht bloß nicht hin, oder? Das ist hier ganz böse. Das hört sich echt gut an. Das dachte ich mir. Ich will ehrlich mit dir sein. Der Laden braucht jemanden, der die Zügel in die Hand nimmt. Und das bin ganz sicher nicht ich. Ich bin niemand, der andere Leute führen kann. Und es gibt Leute, die gegen mich sind, weil ich Coulter so lange unterstützt habe. Ich sollte dem neuen Oberboss helfen, diese Scheiße unter Kontrolle zu bringen. Da kann ich meine Fähigkeiten ausspielen. Verstehst du? Und was hast du so für Fähigkeiten, Gage? Abgesehen von meinen Schießkünsten und deinem losen Mundwerk. Reicht doch, wir brauchen eine hier. Ich bin mein ganzes Leben bei irgendwelchen Banden. Ich weiß, wie Raider denken, was sie wollen und wie man das zu seinem Vorteil nutzt. Glaub mir. Ich häng in der Sache genauso drin wie du. Die Scheiße muss klappen. Die Scheiße muss klappen, Alter. Die Scheiße muss richtig duften. Klar doch, Gage. Gut. Ich weiß, dass ich dir da einiges abverlange. Reden wir übers große Ganze. Nuka World. Ein verdammter Traum. Riesig. Gebaut wie eine Festung. Wer die kommandiert, dem gehört die Welt. Es ging ganz gut los. War viel Arbeit. Die Jünger, die Unternehmer und das Rudel zur Zusammenarbeit zu bewegen. Aber wir haben es bis hierher geschafft. Vor einem Jahr kamen wir durchs Haupttor, sackten Nuka Town ein und zogen den Händlern die Daumenschrauben an. Und dann wurde Coulter faul. Ihm hat's gereicht, auf seinem Arsch zu sitzen. Den ganzen Park wollte er nie ernsthaft übernehmen. Die Banden wurden rastlos, haben sich gegenseitig ans Bein gepisst. Es war, ist unschön. Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße lasse ich mich hier ein? Am Anfang war es nicht so schlimm. Aufgeheizte Gemüter, Streitereien, ab und zu eine Schießerei. Aber mit der Zeit wurde es schlimmer. Die Banden rissen sich so viel Territorium wie möglich unter den Nagel und versuchten sich gegenseitig fertig zu machen. Der kleinste Anlass genügt und sie gehen sich an die Gurgel. Wenn nicht jemand für Ruhe sorgt, kommen wir bald an einen Punkt, von dem es kein Zurück mehr gibt. Coulter hat das nicht hinbekommen. Er war schwach. Er hatte es nicht verdient, Boss zu sein. Ja, ich weiß. Ich dachte, er wäre der Richtige. Also habe ich all das hier arrangiert. Hat nicht funktioniert. Aber jetzt bist du da. Mein zweiter Versuch. Also, ich habe schon von dir und deinem Institut gehört. Ihr macht da ja echt fragwürdiges Zeug. Aber das heißt wohl, dass du alles Nötige unternehmen wirst, um das zu kriegen, was du willst. Weißt du, ich kenne diese Banden. Arbeite seit Jahren mit ihnen. Junge, der hat seine Hausaufgaben gemacht, Junge. Der weiß mehr über mich als ich selbst, ey. Ihnen oder gegen sie. Ich werde dir helfen, okay? Dich anleiten. Erstmal musst du die Banden auf deine Seite bringen. Ohne ihre Unterstützung kommst du nicht weit. Du musst ihnen nicht vertrauen. Teufel, du musst sie nicht mal mögen. Aber sie müssen dich genug respektieren, um dir zu folgen. Also muss ich Sachen machen, die wahrscheinlich nicht mehr gefallen werden. Welche Unschuldigen umbringen, foltern, beklauen. Oh Mann.
Naja, richtig Bock drauf. Hast du einen Tipp, wie ich das machen soll? Na komm schon, das sind Raider. Ja, eben, das sind Raider. Ich weiß schon, wie ich die Hand haben kann. Ich hab dich auf den rumgebracht. Hast du einen Tipp, wie ich das machen soll? Ja, also, die Jünger mögen Gewalt. Je blutiger, desto besser. Sag ihnen, dass sie reichlich davon kriegen. Den Unternehmern geht es hauptsächlich um Geld. Wenn du ihnen Kronkorken versprichst, hören sie dir zu. Das Rudel? Tja, keine Ahnung. Die folgen jedem, von dem sie denken, er sei der Stärkste. Ah, da musst du wohl Zähne zeigen. Keine Sorge, mich mag jeder. Tja, darauf würde ich mich nicht verlassen. Ah, eigentlich bist du schon der neue Overboss, okay? Das ist schon die halbe Miete. Treff dich mit den Anführern, sprich mit ihnen. Lass etwas deine Muskeln spielen. Zeig ihnen, dass du es ernst meinst. Bin ich jetzt, spiele ich echt Badass hier? Gibt es, nicht spoilern lassen, aber mich fragt mich gerade selber, also keine Ahnung, ob ihr das wisst, aber ich frage mich gerade selber, kann man später Luca World so manipulieren und ändern, dass man, sage ich mal, das zum Guten wendet, alle Sklaven befreit, die freiwillig hier arbeiten können und bezahlt werden, auf fairer Niveau? Ich denke ja nicht. Ich glaube, das ganze Lager und die ganze Stadt ist dazu eher erpicht, hier übelst die Raider raushängen zu lassen halt, ne? Ich glaube schon. In gewisser Art und Weise kannst du das ja in der Hauptstory auch. Worttechnisch. Ich bin ja auch ins Institut beigetreten. Nicht, um Leute auszuspielen, zu erdrücken oder sonst irgendwas. Ich habe mich angeschlossen, habe den Posten meines Vaters übernommen. Und habe eine fette Nachricht rausgegeben, von wegen, dass ich keiner Sorgen machen muss und ich lieb und nett sein werde und Leute sich bloß nicht einmischen sollen, sonst können sie die Menschheit gefährden, weil wir für die Menschheit was Gutes tun wollen, wir wollen die zum alten Glanz hervorrufen, vorbringen, bla 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 bla. Und ich hoffe, sowas ähnliches kann ich auch hier machen, ne? Okay. Ich hab mich generell nochmal überall umgucken. Ich bin jetzt erstmal gerade drinnen, erstmal angekommen. Und erstmal meinen Eindruck gewinnen. Ich muss sagen, der erste Eindruck ist einfach mal krass. Das ganze Spiel ist einfach nochmal so groß. Also das ist fahrbar 2.0 groß. Also heftig. Einfach heftig. Und ich bin gerade etwas überladen. Ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Ich bin drin. Ja. Oder? Ich warte, Boss. Was passiert, wenn sie auf meiner Seite stehen? Dann fangen wir an, den Rest von Nuka World zu übernehmen. Aber eins nach dem anderen. Bist du dabei? Okay, dann machen wir das. Gut, genau das meine ich. Du musst ihnen nur zeigen, dass du der Richtige für den Job bist. Was ich so höre, hast du schon die ersten Schritte unternommen. Red einfach mit den anderen Anführern. Glätte die Wogen und die Sache läuft. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Wieso muss Gage ist mir auch sympathisch von Art und Weise, ne? Ja, dann machen wir das mal, wa? Gehen wir mal rein hier. Alter, es ist immer gruselig, wenn die sich rein teleportieren, die NPCs. Eine Nuka-Cola Orange. Oha. Was ist das denn? Strahlung widerstehen. Ist ja nicht schlecht. Neue Sorten von Coca-Cola, warum auch nicht? Da gibt's ein paar Caps. Stahlkippen. Nuka-Cola Victory? Die leuchtet wie eine Quantum. Die ist einfach mal noch besser als die Quantum. Aber lustigerweise weniger wert. Aber gibt viel mehr TP und hat ein bisschen mehr Strahlung. Und die gibt noch ein bisschen AP zurück, die gar nicht. Aber die ist ein gutes Medikit. Okay.
Okay, so soll das Ganze aussehen, ja. Aber ich glaube, in dem DLC wird so viel drin stecken. Viele sagen, das ist das beste DLC ist von Fallout 4. Was nicht wirklich schwer ist. Automatron war unterhaltend, aber und auch lustig, einen reinen Roboter bauen zu können. Fall Harbor war schon echt gut. Aber auch Luft nach oben. Und Nuka World könnte bestimmt genauso abgedrehtes DLC sein wie bei Fallout 3, damals Mothership Zeta oder die ganzen anderen guten DLCs. Also in Sachen Abwechslung ist auf alle Fälle was drin. Hat man schon in der ersten Quest gemerkt, so ich die Feuertaufe durch musste. Es war schon echt verdammt interessant. Dann treffen wir erstmal den Boss der Jünger. Die wollen ja Blut sehen, ja, wie mir gesagt wurde. Ich meine, ich kann sie auch die Pulsader aufschneiden, dann haben sie genug Blut. Großartig, ne? Was ist eigentlich? Kartmarke. Sammeln die einfach mal ein. Na klar haben wir Knarren, aber Messer sind interessanter. Es macht erst Spaß, wenn man ganz nah dran ist. Pass auf dich. Ach! Oh, eine Pausenstation, okay, interessant. Ja, da reden wir mit denen. Ja, mit dem Wirtschaftstyp, mit dem haben wir schon gesprochen gehabt. Die kennen wir ja schon, davon war die ja relativ unsympathisch, aber gut. Wir sollten hier das Sagen haben. Nicht so ein Umweltschützer, den Gage rangeholt hat. Wir geben ihm noch eine Chance. Wenn Gage die vermasselt, weiß er das. Normalerweise würde ich das auch machen, Coconut. Das Problem ist aber. Bei Fallout war ich irgendwie anders. Ich habe mal erst, also bei Fallout habe ich es bei der Hauptstory erst so gemacht gehabt, dass ich mal erst die Hauptquest gemacht habe, ein Stück weit. Dann die ganzen DLCs, erst die ganzen Nebenquests gemacht habe. Dann die Hauptquest gemacht habe und dann die komplette Karte erkundet. Deswegen war ja meine Karte übertrieben voll von Commonwealth, weil ich jeden einzelnen Ort entdeckt habe. Und Mangambling loot habe, um versucht, Nebenquests zu finden. Und dasselbe habe ich bei Fallout auch gemacht. Und bei Fallout habe ich erst die Hauptquest gemacht gehabt, habe die Nebenquests gemacht. Nee, Quatsch, erst habe ich halt Nebenquests gemacht gehabt, so wie es konnte. Denn die Hauptquest, da muss ich dazwischen auch noch ein paar Nebenquests gemacht. Und der habe ich einfach erkundet. Und hier will ich es genauso machen. Ich werde erstmal Fuß fassen, mit ihm erstmal reden. Und ich weiß nicht, ob ich morgen eine Nebenquest mache oder morgen schon anfange, Gebiet abzuklappern. Ich weiß auch nicht genau, ob ich das handhaben möchte. Ihm dafür die Haut abziehen. Also halt's Maul und warte ab. Was ist mit dir, Großer? Hast du gar keine Meinung dazu? Solange mir nicht im Weg steht, ist mir das scheißegal. Sympathisch! Also, ihr beiden, verschwindet und sorgt dafür, dass die anderen es mitkriegen. Ha, ist bestimmt nichts Großes. Willst du reden? Dann red mit Nisha. Hallo. So. Hallo. Du bist also Gages kleines Projekt. Sein Schoßhündchen. Vorsicht, gute Frau. Ich bin niemandes Schoßtierchen. Wirklich? Gage hat Coulter an die Macht gebracht und jetzt kommst du. So sehe ich die Sache. Jeder weiß, dass wir alle Coulter tot sehen wollten. Wenn ich es hätte entscheiden können, wäre er aber langsam und qualvoll gestorben. Aber egal. Bringen wir dieses kleine Treffen hier hinter uns. Ich bin Nisha. Ich führe die Jünger an. Wir haben hier nur eine Regel und die lautet, den Frieden dieser Allianz wahren. Ansonsten sehen wir die Sache so. Regeln haben in dieser Welt ihre Bedeutung verloren, als die Leute anfingen, sich gegenseitig zu bombardieren. Die Welt braucht Regeln, sonst wird sie sich nie erholen. Regeln sind gefährlich, denn die Leute verlassen sich irgendwann auf sie. Sie wiegen dich in Sicherheit, aber wenn du einen Moment nicht aufpasst, bist du tot. Coulter dachte, er sei wegen einer Regel oder eines Codes unantastbar. Aber er musste auf die harte Tour feststellen, dass das nicht so war. Obwohl eins... Nicht wirklich. Er hat sich mit mir angelegt. Das war sein Fehler. Er hat immerhin die Feuerprobe gebaut. Natürlich war sie am Anfang scheiße. Total einfallslos. Aber wir haben sie etwas aufgepeppt. Wahrscheinlich gar nicht. Hör, ich laufe mit ihrem Blechhelm überall gegen. Das nennt ihr eine Feuerprobe? Wäre ein Kindergeburtstag. Enden Kindergeburtstage mit dem Tod. Wenn dir Gage nicht geholfen hätte, wärst du jetzt tot. Hoffen wir nur, dass Gage mit dir richtig liegt.
Er hat uns viel versprochen, um uns hierher zu bekommen. Vor der mache ich mal richtig harten. Gebrauch die Alte. Du solltest das also besser nicht versauen. Denn noch so eine Runde Blödsinn dulde ich nicht. Ich werde die Dinge auf meine Art erledigen. Ob es dir gefällt oder nicht. Ach ja. Ein paar Dinge solltest du bedenken, bevor du anfängst, die Dinge auf deine Art zu erledigen. Du musst wissen, dass wir Jünger nicht nur drohen. Wir schreiten auch zur Tat. Wir sind weder von unseren Kronkorken besessen wie diese Gören mit ihren Frisuren, noch sind wir wilde Tiere, die sich nicht benehmen können. Wenn du verkackst, leg ich dich um. Obwohl ich zugegebenermaßen viel größere Pläne für Gage habe. Aber wenn du uns unterstützt und deine Versprechen wie ein guter kleiner Overboss hältst, dann helfen wir dir. Du darfst leben und alle gewinnen. Ich verspreche nichts. Und ihr werdet tun, was ich sage. Ich kannte mal jemanden mit dieser Einstellung. Nee. Diese Drohung muss sitzen. Ich verspreche nichts. Und ihr... Offenbar bist du Coulter bereits einen Schritt voraus. Ich sehe mir an, wie das läuft. Fürs Erste. Aber wenn du anders vorgehen und dich nett verhalten willst, hier gibt es immer was zu tun. Also wenn du beweisen willst, dass du es drauf hast, weißt du ja, wo du mich findest. Okay. Denke, das hat erstmal gefunzt. Hab erstmal so... So, ne? Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich werde mir die Dinge ansehen. Dann nimm mal kurz... Nimm mal den Kochtopf auf meine Birne und dann siehst du ein bisschen mehr Mädel. So! Beachte sie einfach nicht. Ich hab denen gesagt, sie sollen in ihrem Lager bleiben. Was habt ihr alle für komische Helme? Du Sackkopf, Junge. Jo, Alter. Okay, Leute. Wir haben es jetzt 22 Uhr. Das heißt, ich mache heute Feierabend. Denn ich streame immer von 19 bis 22 Uhr von Montag bis Donnerstag. Eine kleine Ankündigung zu morgen. Morgen gibt es diesmal kein Fallout 4, wie sonst immer. Morgen werden wir eine Runde Counter-Strike Global Offensive daddeln mit der guten DEF-Runde. Wer interessiert, kann morgen rund 19 Uhr einschalten. Ansonsten geht es Donnerstag weiter mit Fallout 4. Auch wie gewohnte Zeiten zwischen 19 und 19.30 Uhr geht es dann los. So, dazu muss ich nur sagen, ja, wer noch kein Fallout da lassen hat, kann gerne ein Follow da lassen, hat man nichts von meiner Wichtigkeit verpasst oder Fallout 4. Ja, ansonsten, wenn ihr trotzdem Panik haben könntet, trotz Follow was verpassen zu können, könntet ihr auch gerne in meinen Discord-Channel rein, und zwar der heißt ebenfalls DEF, findet ihr in meiner Infobox, einfach auf den Discord-Link klicken und dann könnt ihr immer regelmäßig Informationen zu mir erfahren, bezüglich, weil ich anfange zu streamen, was ich streame, eventuell können mal Umfragen kommen, ja, wisst ihr schon Bescheid. Dann würde ich sagen, habt doch einen angenehmen Abend, eine schöne Nacht, und dann würde ich sagen, hau da mit dem Grinsen, bis zum nächsten Mal. Tanky. Tschüss.